Am Marienplatz, heute war eine große Verdi-Demo hier. Viele Angestellte und weiß Gott was haben für mehr Gehalt und bessere Konditionen in der Arbeitswelt hier eine Streikdemo gemacht. Und ich habe jetzt hier gesagt, die ist vorbei und ich möchte über Menschen, über ein sehr wichtiges Thema, das ja Gott sei Dank Menschen wie du bist relativ jung und wie ich bin auch noch zu jung, um den Faschismus, den richtigen, hier erlebt zu haben. Und jetzt haben wir gesagt, wir sprechen da ein bisschen drüber und du hast dich als erster, erstmal Congratulations, als erster Mensch bereit erklärt hier, den ich angesprochen habe, ich habe schon einige angesprochen, zu sagen, ja geil, das machen wir. Also das Thema, gerade weil du ein Antifa-Logo auch drauf hast, denke ich, ist das Thema für dich sehr relevant. Dann fangen wir mal bei den Basics an, weil das werden viele Menschen sehen, die mit dem Begriff Faschismus nicht zu viel anzufangen wissen. Du, denke ich, aber hast dich aufgrund deiner Nazis raus etc. hast du dich schon damit beschäftigt. Erste Frage, wo kommt für dich der Faschismus her? Wann war er am umfangreichsten hier und gibt es ihn noch? Ja, auf der Welt, wahrscheinlich wirst du das auch bejahen, aber wie es bei uns aussieht, was denkst du? Also ich würde sagen, seine Anfänge, die liegen schon sehr weit zurück. Das ist ein strukturelles Problem. Seinen Höhepunkt hatte er wahrscheinlich unter Hitler. Macht ja Sinn. Und gibt es ihn noch in Deutschland? Auf jeden Fall. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kapitalismus tief mit den Wurzeln des Faschismus zusammenliegt und man beides überwinden sollte. Auf jeden Fall. Und also da haben wir eine ganz ähnliche Meinung. Ich glaube auch, dass der Kapitalismus da viel damit zu tun hat, weil der einfach auch über Leichen gehen würde, denke ich, wenn Rendite geht über alles. Haben wir, und wie denkst du, ist er heute noch zu sehen? Wo ist er heute noch zu sehen? Jetzt mal in unseren Breitengraden. Dass er in vielen leider Ländern noch vorhanden ist, wissen wir. Aber hier jetzt bei uns, was würdest du, wo siehst du hier bei uns Alltagsfaschismus? Ich meine jetzt nicht Rassismus. Der ist natürlich wieder ganz ein eigenes Thema. Ich meine den Alltagsfaschismus. Ich würde sagen, dass Rassismus auch mit dazu zusammenhängt, dass wir eben ein strukturelles Problem mit Rassismus, Sexismus, Homophobie und Ähnlichem haben. Und dass man es auch eben darin merkt, dass das eben auch noch in den Staatsstrukturen mit verankert ist, wie zum Beispiel der NSU wurde vom Verfassungsschutz mit aufgebaut. Man weiß davon, aber man macht nichts dagegen. Linke Demos werden immer wieder niedergeknüppelt, aber gegen Rechte mit Waffen, wo bekannt ist, mit Feindeslisten, wird nicht viel gemacht. Und das ist das Problem, dass auch bei rechten Straftaten meistens kein Bedarf an Aufklärung ist. Bei linken Straftaten, die einem so vorgeworfen werden, ist dann aber der Staatsschutz ganz schnell dabei und verfolgt das Ganze. Ja, wobei ja die in Anführungszeichen Rechten, weißt du, ich hab ein bisschen aufgehört, in rechts und links zu denken, weil da, glaube ich, viel durcheinander gekommen ist. Ich denke eher in oben und unten. Ich glaube, das ist ja auch dieses Kapitalismus-Thema und so. Wo beginnt rechts für dich? In einer rassistischen Meinung, in einer Meinung, die andere Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihrer Religion, Herkunft, Hautfarbe oder sexuellem Auslebens einschränkt. Also insgesamt Menschen zu verurteilen für Dinge, für die sie nichts können. Klar, die Herkunft, für die kann keiner was. Und momentan haben wir das Thema überall und ich bin da auch bei dir. Ich finde es auch nicht, dass man da Leute persönlich oder irgendwie im Einzelfällen da angreifen dürfte. Das Gesamtthema Migration ist natürlich eins, was auch teilweise besprochen gehört, aber keinesfalls unter rassistischen Vorzeichen. Da bin ich bei dir. Und diese rechten Demos, die du meinst, die da eher verschont sind von Polizei, wo siehst du die? Das sieht man auch an den Querdenker-Demos, wo es einfach mal Tausende sich nicht an Auflagen halten, Tausende einfach durch die Stadt marschieren und die Polizei nur daneben steht und nichts tut. Tut aber eine Demonstration von Linken mit einer Teilnehmerzahl von 100 Menschen irgendwie die Transpis zu nah aneinander halten, wird dann schon mal gerne zum Knüppel oder zum Pfefferspray gegriffen. Ah, jetzt hast du die Querdenker-Demos erwähnt, aber die gibt es ja eigentlich nicht mehr, oder? Du sprichst eher die Zeit dieser Pandemie an, da waren die ja aktuell, glaube ich, oder? Das war aber auch einfach nur ein vereinzeltes Beispiel. Also es gibt genügend, wenn ich jetzt auf einer Demo mit Faschisten zusammenstoßen sollte und es in einer Schlägerei enden würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass erstmal ich von den Bullen geknüppelt werde und danach geguckt wird, ob ich überhaupt noch stehen kann, weil die Faschistinnen mir auf die Fresse gegeben haben. Das ist meistens jetzt irgendwie nicht so im Interesse der Polizei, sondern eher Hauptsache mal die Linken knüppeln.
Oder? Das heißt aber auf Deutsch gesagt, dass du, wenn du schon das Wort als Beispiel genommen hast, Querdenker, tust du auch mit Rechten und Faschisten gleichsetzen, ist das richtig? Ja, zumal es auf den ganzen Querdenkern-Demos auch sehr viele Nazis gab, die da propagiert haben und auch organisiert haben und mehr Menschen zu sich ziehen wollten. Also okay. Das ist ja bekannt. Weil ich habe natürlich auch solche Demos verfolgt, weil ich seit ein paar Jahren viel verfolge mit meiner Kamera und habe dort aber schon auch gesehen, dass diese Menschen, nennen wir es jetzt Querdenker, ist egal, ist ein Platzhalter. Ich vermute, dass da nicht nur Querdenker, dass da verschiedenste Schichten dabei sind, was ich so gesehen habe, dass die aber auch ganz schön von der Polizei mit Wasserwerfern, Reizgas und Knüppeln bearbeitet worden sind. Also ganz so habe ich das jetzt nicht verfolgt, wie du das gesehen hast. Es kann sein, dass auch da Konsequenzen kommen werden, ja, aber selten so schnell wie bei anderen Demonstrationen. Das ist, was ich aus Erfahrung sprechen kann. Okay. Dazu aber auch noch Leipzig, hast du im Blick ein bisschen die Szene in Leipzig, da ist ja die Antifa ziemlich groß unterwegs und macht sehr viel. Da habe ich jetzt auch ein paar Mal Demos gesehen, da wurde eigentlich auch nicht eingegriffen, obwohl die wirklich skandierten, wie war das, lebende Polizisten töten oder Polizisten schützen, Mörder und Faschisten und so. Da wurde ziemlich massiv skandiert, aber ich habe da nie gesehen ein Einschreiten. Gut, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Ich spreche halt aus eigener Erfahrung von Demonstrationen, auf denen ich oft genug auf die Fresse bekommen habe und auf... Jetzt Demos, die du besucht hast als Demonstrant oder andere? Als Demonstrant. Okay, und da war eine Gegendemo und da hast du Probleme bekommen? Nee, nicht mal Gegendemo, sondern einfach von Seiten der Polizei haben wir ziemlich aufs Maul bekommen meistens. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, da habe ich auch andersrum gesehen und das ist aber eine interessante Erfahrung. Und jetzt hast du das Wort Nazis auch mal benutzt, glaube ich. Siehst du die ganzen, ich nenne es jetzt nicht Querdenker-Demo, ich nenne es jetzt maßnahmenkritische Demo, das habe ich mir angewohnt, das so zu sagen, weil einfach Querdenker nur ein Oberbegriff ist für einen Teil und eine Organisation, die da, glaube ich, mal tätig war. Du siehst jetzt diese Maßnahmenkritiker sehr, siehst du die alle als Nazis oder nur durchzogen? Ich würde nicht sagen alle. Ich denke mal, viele wollen eigentlich auch nicht viel mit Nazis zu tun haben, werden aber dann doch durch Propaganda sehr auf die Seite gezogen. Und natürlich sind Nazis halt eben stark vertreten auf diesen Demos, um da Menschen um sich herum zu bilden, um größere Kreise aufzubauen. Jetzt ist es aber auch so, dass ich bei diesen maßnahmenkritischen Demos auch sehr viel Multikulti gesehen habe, ehrlich gesagt. Und da auch Leute gefragt habe, speziell auf das Thema, das du jetzt ansprichst, ob sie hier Nazis fühlen oder sich da irgendwie, und ist eigentlich immer verneint worden. Könntest du nicht vorstellen, dass da auch ein bisschen Framing, jetzt sage ich in Anführungszeichen von links, obwohl ich mich grundsätzlich auch sehr links sehe, habe übrigens auch Flüchtlingsarbeit geleistet und was ist das damals 2016, glaubst du nicht, dass das auch eventuell ein Framing sein kann, was da auch mal pauschal über diese Menschen geschüttet worden ist? Ähnlich wie bei Migranten pauschal teilweise drüber geschüttet wird, die wollen uns nur Böses, dass eventuell auch diese maßnahmenkritischen Demos vielleicht sogar geframed worden sind? Also natürlich, ich behaupte nicht, dass jeder da Nazi ist oder sein möchte, wie gesagt. Und ich denke auch, dass sich da Menschen von distanzieren, die da hingehen. Aber es ist eben doch schon so, dass da viele sich als Sammelstelle treffen. Und das ist eben so das Problem, dass man halt sagt, ich gehe, selbst wenn es nicht so viele sind, wie gesagt wird, sind es immer noch einzelne Nazis. Und dann überlege ich mir schon, ob ich auf eine Demo gehen sollte, mit denen ich in einer Reihe mit Nazis marschiere. Und das finde ich dann schon wieder sehr fragwürdig. Ja, also wie gesagt, mit Nazis, wenn sie sich wirklich so outen würden, würde ich das sicher auch nicht machen. Aber ansonsten muss man ja sagen, ist es ja mittlerweile eigentlich ganz wichtig, dass sich lagerübergreifend die Menschen teilweise gegen Vorgänge in unserem Land auf die Straße bewegen. Oder siehst du das nicht als eine Lagerüber... Jetzt nur, ich spreche jetzt das Beispiel an, was ich auch beobachte, Sarah Wagenknecht in Berlin. Also das war ja bei Gott nicht zu behaupten, dass dort sich Nazis getummelt haben. Also ich habe halt, mir sind keine aufgefallen, wobei natürlich ein Nazi nicht auf der Stirn stehen hat, ich bin ein Nazi, ist auch klar, aber da wurde auch dieses lagerübergreifende Aufstehen momentan gegen die Umstände und Vorfälle auch politisch in Deutschland angesprochen. Glaubst du nicht, dass das mal ganz gut wäre, dass man da ein bisschen differenzieren würde und nicht eine gesamte Gruppe, vielleicht einen Schritt drüber, dass man nicht aus dem Bild verschwinden wird, zwei, dass man das nicht lagerübergreifend ein bisschen hinkriegen würde, um gegen gewisse Missstände aufzustehen, oder findest du politisch alles in Ordnung in Deutschland?
zur politischen Frage, ob ich alles in Ordnung finde, nein, sonst würde ich nicht auf Demos gehen. Und zum anderen lagerübergreifend, ja, bis zu einem gewissen Grade. Ich würde selber behaupten, dass ich schon mit anderen Lagern, also ob es jetzt feministisch oder Verdi oder sonst was, hinter denen ich jetzt eigentlich nicht so dabei bin, weil ich mit denen nicht viel zu tun habe normalerweise, bis auf dass uns die Klimagerechtigkeit, der Sinn für Klimagerechtigkeit vereinigt. Mit denen habe ich sonst auch nicht viel zu tun, war aber trotzdem schon mit ihnen auf Demos. Das natürlich, aber man sollte halt immer überlegen, ob man mit den Werten, die diese andere Gruppe, dieses andere Lager in Anführungsstrichen vertritt, auch klarkommt. Und da ist bei mir beim nationalsozialistischen Lager einfach eine Grenze überschritten, wo ich sage, das kann man nicht verantworten. Vielleicht bin ich auch zu naiv, dass ich den Nationalsozialismus da nicht raussehe und so, aber ich habe immer ein bisschen ein Problem, weil ich die Leute anschaue, weil ich mit denen spreche auch viel und ich habe da eigentlich noch nichts jetzt kennengelernt, was mich richtig an Nationalsozialisten, weil Nationalsozialist ist ja bitte ein harter Tobak, nicht? Also das war ja eine schreckliche Zeit und möchte man hoffentlich nie wieder erleben. Teilweise ist es auf der Welt noch so, aber mich erstaunt das immer wieder und mich wundert es echt, dass, ich meine, du bist ein offener junger Mann, das merke ich glaube nicht, dass du da framest, nur weil du Bock drauf hast. Darum wundert mich das, dass da überall diese Nazi-Keule, nenne ich es jetzt mal, so vorhanden ist, auch von uns von links. Mich wundert es auch, dass Menschen als Faschos bezeichnet werden, wo ich eigentlich nicht den Anschein habe, dass die sich faschistisch benehmen würden. Drum eben heute auch mein Thema, Faschismus. Was ist es? Kommt ja von 33 noch damals Mussolini und die ganze Geschichte her und die schrecklichen Dritten Reichssachen. Aber es ist interessant, das jetzt so rauszuhören, weil eben ich schon oft erlebt, dass da Leute als Faschos bezeichnet werden, wo ich mir denke, das ist kein Fascho. Was ist ein Fascho? Ja, die Definition ist natürlich unterschiedlich, das stimmt schon. Aber ich denke schon, dass es die Grundzüge noch oft genug gibt. Ich meine, mit diesem Framing, ich habe es selber schon öfters erlebt, dass mir gedroht wurde, auch von Menschen, die sich selber als Nazis oder als Rechte betitelt haben und mir von denen gedroht wurde, sie ziehen mich in dunkle Gassen, wo mich niemand schreien hört. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass das Problem nicht mehr so existent ist. Jetzt muss ich dich aber ganz offen darauf hinweisen, dass es in Leipzig, ich nehme wieder den Fall, weil der beobachtet das voll, umgekehrt auch sehr der Fall ist, dass Antifa oder die sich Antifa nennen, vielleicht sind sie auch keine echten Antifaschisten, auf andere Menschen losgehen und die teilweise zusammenschlagen nach Demos oder so. Auch das wird beobachtet. Ist es nicht auch eine Form von Faschismus, wenn man nur die politische Gegenseite dann tätlich angreift und anschaut, spuckt und keine Ahnung was alles und Busse die Scheiben einschlägt, wie ich es teilweise beobachtet habe. Ich würde es nicht Form von Faschismus nennen, ich würde es Form von Notwehr nennen. Wenn ich mich gegen dieses faschistische System, den Kapitalismus wäre, der mich unterdrückt, dann würde ich das eine Notwehr nennen. Dass ich aus diesem System raus möchte und eine Revolution wird niemals friedlich ablaufen. Das wird aber nicht funktionieren. Jetzt hast du ein sehr interessantes Wort gesagt. Wenn ich mich gegen Kapitalismus und Faschismus wehre, da hatten wir ja auch vor kurzem so ein Beispiel, was viele Menschen schon fast als faschistische Züge gesehen haben. Das war diese Nötigung zu einer Impfung, die ja jetzt rückblickend gesehen anscheinend doch nicht so wichtig war, wie sie dargestellt wurde. Und das hatte ja auch teilweise Ansätze von Faschismus in sich. Hab ich jetzt als Beobachter mitkriegt, weil wenn ich höre, wir impfen euch alle und was ist was alles, ist das ja auch nicht so ganz ohne, oder? Ich würde auch nicht sagen, dass ich die Zwangsimpfung per se gut finde, dass man Menschen dazu zwingt, weil es gibt Menschen, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht machen. Ich war trotzdem für eine Impfung, ich bin auch selber geimpft, aber einen insgesamten Zwang aufzuerlegen, bin ich tendenziell dagegen. Okay, ja, wie gesagt, dein Status war jetzt gar nicht das Thema. Du hast es selber gesagt, das hätte ich dich nicht gefragt. Ich finde, das geht in eine private Sphäre rein. Aber da waren doch diese Transparente zu sehen von Gegendemos, vor allen Dingen bei Maßnahmenkritik. Nochmal, ich habe alles beobachtet seit Jahren. Das ist ein interessantes Thema. Und da stand drauf, wir impfen euch alle. Und das siehst du als Notwehr. Das weiß ich jetzt nicht, was auf den Transparenten steht. Und Notwehr würde ich es jetzt so nicht nennen, sondern okay, wenn dann die Impfung eher als Allgemeinschutz. Okay. Aber wir impfen euch alle, ist doch dann irgendwie, es ist doch dann diesen kapitalistischen, pharmakapitalistischen Konzernen sind fast eine Unterwerfung, die ja eigentlich nicht antifaschistisch wäre, oder? Nach dem, was wir am Anfang da geklärt haben, dass der Kapitalismus da oft dahinter steht. Ja, was hinter diesen Bannern stand, weiß ich wie gesagt nicht. Damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen diese Demos war. Deswegen kann ich. Also du scheinst ja auch sehr liberal in der Realität, wenn du sagst, du bist auch nicht für eine Zwangsimpfung, was ja schon krasser ist, wäre Impfpflicht in einem harmloseren
Ausdruck nicht. Zwangsimpfung klingt natürlich schon sehr hart. Ich glaube, so wurde es nicht mehr von den Maßnahmenkritikern genannt, wenn ich mich nicht täusche, aber es kann schon sein. Ja, okay, aber möchtest du sonst noch etwas zum Thema aktuelle Situation, Faschismus, Antifaschismus sagen, was dir am Herzen liegt? Weil das war eh schon ganz aussagekräftig und ich danke dir nochmal dafür, dass wir das Gespräch da gefunden haben, weil das ist sehr wichtig, weil ich kann dir jetzt das Geheimnis verraten, ich werde als Fascher und als Nazi bezeichnet, obwohl ich schwer von links komme. Seit dieser Pandemie-Geschichte hat sich das plötzlich gedreht und ich glaube, dass sich da auch bei der Antifa viele, die früher meine Meinung geteilt hätten in fast jeder Beziehung, plötzlich sich von mir abgewendet haben, weil ich viel über maßnahmenkritische Demos berichtet habe. Glaubst du nicht, dass da schon ein bisschen eine Kehrtwendung war und man sich da plötzlich irgendwie hat umdrehen lassen, in Anführungszeichen? Ich spreche jetzt nicht von dir persönlich, um Gottes Willen, aber diese Gegendemos, die da teilweise sehr aggro und sehr übel teilweise mir erschienen, glaubst du nicht, dass da auch ein bisschen Einfluss gemacht wurde auf die Antifa? Bestimmt wurde irgendwie Einfluss genommen auf die antifaschistische Bewegung, nur die Frage ist halt, in welche Richtung und ob die jetzt gut oder schlecht war, aber besondere Umstände brauchen besondere Maßnahmen, also ich weiß es nicht genau. Es hat bestimmt vieles beeinflusst, ob jetzt ins Gute oder ins Schlechte ist fragwürdig. Okay, ja, interessantes Gespräch. Ich hätte noch so viel, aber ich muss das jetzt erstmal verdauen. Ich finde es geil, auf jeden Fall, dass du mit mir darüber sprichst. Wahrscheinlich, weil du mich auch nicht kennst. Wie gesagt, andere nennen mich Nazi, was ich überhaupt nicht begreifen kann, weil bin ich weit davon weg. Wie gesagt, nicht mehr Rassist, möchte ich mir irgendwie annähernd zukommen. Also ich bin selber Ausländer, zwar mitteleuropäischer, aber trotzdem bin ich Österreicher und habe, wie gesagt, in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet, habe Leuten Küche eingebaut, die da aus Syrien geflüchtet sind, die sich geschenkt gekriegt haben und bla bla bla. Und plötzlich, genau seit Beginn Pandemie, war ich ein Feind. Und das ist eigenartig, dass da plötzlich mal zum Feindbild wird, obwohl man eigentlich vorher diese Werte alle teilt. Ja. Darf ich dir nur was sagen, bist du vegetarisch oder vegan oder so? Ich bin Vegetarier. Vegetarier, also siehst du auch Faschismus gegenüber Tieren als möglich und... Faschismus gegenüber Tieren... Also ich spreche jetzt von diesen riesigen Fleischindustriebetrieben und diesen riesigen Milchindustriebetrieben, wo ja wirklich teilweise tierquälerisch gearbeitet wird. Ob ich es jetzt faschistisch nennen würde, keine Ahnung. Ich verurteile es auf jeden Fall. Massentierhaltung finde ich jetzt nicht so geil. Ja, alles klar, da haben wir schon wieder einen Punkt, wo wir gemeinsam... Ja, dann sage ich mal vorläufig recht schönen Dank für das Gespräch. Mir werden noch viele Fragen wahrscheinlich hinterher eingefallen, weil, hey, ich danke dir. Und dieser Handschlag ist mir auch viel wert, glaub mir es. Dankeschön. Also, Leute, interessante... Achso, da war noch wie entschuldige, da hätte ich dich gern mit eingebunden, entschuldige. Alles klar. Also, das war ja jetzt ein richtig geiles Gespräch, möchte ich sagen. Ich habe zwar keinen Toncheck gemacht und nichts, ich hoffe, es ist einigermaßen abgegangen. Und jetzt schauen wir dann, es war der Erste, der junge Mann war der Erste, der mit mir jetzt gesprochen hat. Ich habe ganz viele Leute vorher gefragt. Und habe niemanden gefunden und jetzt schauen wir mal hier, ob der Ton einigermaßen brauchbar ist. Hey, ja, 78 Zuschauer und der Ton ist geil, ja, ist ja unglaublich. Jetzt schaue ich mal kurz Hallo Nutzi, hallo Daniel aus Landau, hallo Pyro Elvus, Heimor Steyr, seid gegrüßt. Habt ihr das Gespräch jetzt ein bisschen, was sagt ihr da jetzt im Fazit? Dazu, was sagt er, soll ich, Dankeschön für das Feedback, Nutzi, soll ich das jetzt nochmal versuchen, ein bisschen da weiterzumachen und vielleicht nicht, ja, hey, voll krass, ich war voll, hat der Antifa-Logo und Hakenkreuz durchgeschnitten und war eigentlich ein sympathischer junger Mann, aber schon auch sehr, sehr beeinflusst irgendwie. Danke, Kichong, Chikong, danke, Chikong. Passt mir sehr gut, dass da ein Feedback kommt. Bündelung. Danke Thomas J. live für die... Hallo Andreas Sauerland. Jetzt schauen wir mal, jetzt steht da gerade so eine Gruppe bei mir. Sobald da wieder jemand vorbeiläuft, versuche ich es wieder. Und zwischendrin machen wir jetzt wir ein bisschen. Was würdet ihr für Fragen stellen? Ich war jetzt ein bisschen baff. Dass der junge Mann überhaupt mit mir gesprochen hat, so intensiv. Jetzt mache ich mir ein bisschen leiser im Ohr, weil der Ton ist echt so geil. Zwinker-Smiley.
Hallo Andreas, hallo Brigitte Dahlke, danke schön. Heimo Steuer, mach weiter, war klasse. Danke Heimo, danke. Nur natürlich an ausgewiesenen Antifa-Mitglieder und so werde ich wahrscheinlich nicht mehr erwischen, aber das war auch für mich ein sehr schwieriges Gespräch eigentlich, weil ich ja schon dachte, puh, jetzt darfst du keinen Fehler machen. Danke Pyro Elvis, danke vielmals, sehr nett, danke. Ich bin ja nicht der Interviewer in dem Sinn, ich weiß ja auch selber nicht richtig Bescheid und darum möchte ich das eigentlich hier so ein bisschen rausbringen. Ich schaue mal, ob ich noch jemanden finde. Nutze, die Mama sitzt zu Hause, hat gut gefrühstückt, hat noch von mir Brotzeit gekriegt, damit sie durchhält, hat ein Hörbuch und ja, eigentlich hätte ich sie mitnehmen können, eigentlich hast recht. Eigentlich hätte ich sie mitnehmen können. Die hätte auf meine Kamera aufpassen können, Zwinker-Smiley. Ja, Michael Wolf, da hast du wahrscheinlich recht und vermutlich nicht nur umgangssprachlich, sondern auch politisch gemeint. Aber er war eigentlich angenehm, hat halt auch wirklich das sehr einseitig gesehen. Ja, Nutzi, das vermutlich auch, aber er war der Erste, der ja gesagt hat. Ah ja, Kichong, da muss ich sagen, da darf ich mich aber nicht ausnehmen. Durch die Streamerei habe ich auch einige von den Dingern und hinterfrage mich selber ab und zu, ob das vernünftig ist. Qigong, da muss ich dir recht geben, aber mich selber. Leon Roy, danke vielmals, danke. Okay, dann schauen wir, ob wir noch jemanden finden hier. Ich lasse das jetzt einfach laufen, ihr seid live dabei, aber bitte schreit nicht so laut, damit die Leute nicht verschreckt werden, Zwinker-Smiley. Ja, Philipp Klingelberg, kann sein, kann auch nicht sein, ich weiß es nicht. Hallo, gnä Frau, grüß Sie. Sind Sie sehr in Eile? Schade. Schade, ich hätte so gerne ein paar Fragen gestellt. Ich mache für junge Menschen ein Videoformat und möchte mit Menschen über Faschismus sprechen. Wie Sie, was Sie davon halten, ob Sie glauben, dass sowas heutzutage noch bei uns in Deutschland teilweise existent ist. Ist es wohl schon noch, aber ich habe überhaupt nichts dafür. Wie bitte? Ich habe dafür überhaupt nichts im Sinn mit Faschismus. Nee, aufklären, ich möchte aufklären. Alles klar, dann schönen Dank, ne Frau, und einen schönen Tag noch. Ja, schwierig. Also ich habe vorher schon, glaube ich, 15 Menschen gefragt oder so. Und es ist so, dass die Leute sehr scheu geworden sind, vor eine Kamera zu treten und ihre Meinung zu äußern. Aber schauen wir, sonst schwurbeln wir hier ein bisschen rum. Ja, Thomas J. Live, aber es ist schwierig. Erstens, wenn man es noch nicht so gemacht hat, es ist auch eine Hemmschwelle von meiner Seite da. Hallo, gnä Frau, grüß Sie. Haben Sie einen großen Stress, gnä Frau? Absolut. Und ich wollte gerade ein paar junge Menschen aufklären mit einem Format, mit einem journalistischen über Faschismus. Ja, ich würde gerne junge Menschen aufklären, was ist Faschismus, wie hat er sich wirklich ausgewirkt. Ja, da bin ich ja nicht der Richtige. Naja, also ich denke, Sie haben mehr Erfahrungen wie ein Teenager. Die Menschen, unter die jungen Menschen gehöre ich nicht mehr. Ja, aber Sie haben die Erfahrungen noch und... Ja, wollen Sie ein bisschen drüber reden mit mir, um jungen Menschen das zu erklären, was da los war früher, was dieser Faschismus war? Okay, dann danke Ihnen trotzdem, gnä Frau. Also die Dame hat gesagt, sie hat den Faschismus noch erlebt, aber sie hat keine Zeit. Es hat keiner Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Nach Hause ist so weit. Ja, Leon Roy, das sehe ich auch so. Meinst du Höllenblitze? Aber die Jüngeren haben ja da nicht viel Erfahrung, oder? Die Jüngeren haben ja da nicht Erfahrungen. Die Älteren, sie hat ja gerade gesagt, die Dame, mit der ich gesprochen habe, sie hat das noch miterlebt, aber sie wollte nicht drüber sprechen. Das war eine Oma gegen rechts. Meinst du? Nee, das glaube ich nicht, weil sie hat gesagt, sie hat den Faschismus noch erlebt. Heimo, danke dir. Ich hoffe, es klappt noch weiterhin. Schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Ich laufe einfach mal. Hallo, servus. Seid ihr Touristen oder Einheimische? Touristen, aber ihr sprecht Deutsch. Ein
Nein, nur ein bisschen. Okay, dann Dankeschön. Have a nice time in Munich. Ja, ist natürlich auch schwierig, wenn man dann in Italienisch bin ich nicht gebrieft. Mein lieber Masseur, das werde ich hier ausrichten, sobald ich zu Hause bin. Jetzt steige ich hier noch ein bisschen rum und suche verzweifelt nach Punktopfern. Ich suche das Punktopfer für eine Umfrage. Grüße Gott, Knefrau. Hätten Sie Lust mit mir für ein Jugendformat ein paar Worte zu wechseln über Faschismus? Was ist Faschismus? Wo kommt Faschismus? Trauen Sie sich nicht oder dürfen Sie nicht? Oder? Okay, traut sich nicht. Traut sich nicht. Oh, du Hübscher. Bulli, gell? Mini-Bulli, oder? Mini-Bullo. Hallo, grüße Gott. Entschuldigung, eine Frage an Sie. Ich mache hier für ein Jugendformat mache ich eine Aufnahme und suche Gesprächspartner, die ein bisschen mit mir ihre Meinung zu dem Thema Faschismus preisgeben. Ich bin eigentlich ja nur zu Gast und ich bin jetzt gerade auf dem Weg mit der Kollegin. Also zu Gast, das macht man gar nichts. Ich bin ja selber Gast in Deutschland als Österreicher. Aber wenn Sie keine Zeit haben, ist es ein anderes Thema. Sehr gerne, aber coole Sache. Dankeschön. Danke Ihnen auch recht herzlich, meine Frau. Einen schönen Tag. Ja, es ist nicht so einfach, Leute, aber ich bleib dran. Ja, Nutzi, das ist es. Es will keiner mehr. Es will keiner mehr. Es hat jeder Angst, dass er gebissen wird. Da war die, wäre es jetzt gewesen. Hallo, Gnefrau, grüße Gott. Darf ich Sie fragen, ich mache für ein Jugendformat mache ich zum Thema Faschismus was. Haben Sie eine Meinung zum Thema Faschismus? Wo kommt er her? Wo war er? Natürlich im Dritten Reich war man nicht drin, war er ausgebreitet. Gibt es ihn noch heutzutage? Lässt er sich auch in Deutschland noch teilweise blicken? Würden Sie ein paar Worte mit mir wechseln? Wo wird es gesendet? Auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin freier Journalist. Ich habe auch sogar einen ich glaube, da haben Sie sich die falsche ausgesucht. Ich glaube so viel, dass wenn ich mir die ganze Situation hier bei uns anschaue, ist der Faschismus im Kommen. Aha. Meine ich. Ich habe auch so leichte Bedenken, darum mache ich ja diese Sendung. Und der Ausdruck Faschismus wird ja gerade von jungen Leuten oft heutzutage genannt, wo ich ihn eigentlich nicht sehe. Aber dort, wo er zu Hause ist, da darf ich Sie fragen, was für eine Thematik meinen Sie da jetzt? Politisch gesehen oder gesellschaftlich? Oder? Mehr gesellschaftlich, ist meine Meinung. Das speziell bei welcher Thematik zum Beispiel? Migrationsproblem. Ah, Sie meinen den Rassismus, Sie meinen den Einheimische gegenüber Migranten aufbauen, also, den sehen Sie. Teilweise sehe ich, ja. In Verbindung mit dem Faschismus sehe ich. Ja. Ich glaube auch, dass ich da Ihnen recht geben muss, da gibt es teilweise so Ansätze. Vor allem ist es für mich immer schlimm, wenn das pauschal über diese Menschen geschüttet wird. Das ist richtig, ja. Das sehe ich auch so. Ja. Ich meine, man muss immer den Einzelnen betrachten und hinter jedem Einzelnen steckt ein Einzelschicksal. Das kann man nicht verallgemeinern. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe gerade mit einem jungen Menschen, der sich als Antifaschist geoutet hat, also Antifa, gesprochen. Der hat das auch so gesehen und dem habe ich auch gesagt, ich habe sogar 2016 in der Flüchtlingshilfe gearbeitet und einem syrischen Flüchtling geholfen, eine Küche einbauen, die er geschenkt hat und so. Und ich bin da eigentlich auch ganz bei Ihnen. Nur denken Sie nicht, dass mittlerweile diese Vorwürfe ein bisschen überzogen teilweise in den Raum lehnen und da Menschen, die eigentlich gar keine rassistischen Anzeichen haben, auch in diesen Topf geworfen werden? Ein bisschen schon. Das wird alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Ja, also, und ich finde, es sollte sich jeder ganz klar äußern und von gewissen Strömungen sich wirklich distanzieren. Seien die Strömungen, ja.
Ja, da sagen Sie ein Stichwort, ich nicht mit Nazis paktieren und so. Mittlerweile ist es aber ein Trend in Deutschland, dass es heißt, es wird, also viele Menschen sehen ja die momentanen politischen Vorgänge in Deutschland etwas differenziert und etwas skeptisch auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber ich will auch nicht wissen, wen Sie wählen oder was, um Gottes Willen. Aber ich wähle gar nicht. Sie sind Nichtwähler. Ein Protest-Nichtwähler. Ja. Okay, und jetzt ist es ja mittlerweile so, jetzt habe ich einen Faden verloren gerade. Macht nichts. Dass ja jeder, der nicht mit der politischen Situation momentan zufrieden ist, wird ja teilweise von gewissen Menschen schon als rechtsextrem und was ist das eingestuft. Und jetzt ist ja der Trend da zum Beispiel auch von Sarah Wagenknecht, ich weiß nicht, wie Sie die sehen, dieses lagerübergreifende Protest gegen die Situation, wo man sagt, man ist nicht mehr so auf links und rechts fixiert. Ich spreche jetzt nicht von Rechtsextremismus und auch nicht von Linksextremismus. Der ist abzulehnen. Auf jeden Fall, sobald Gewalt ins Spiel kommt, sobald keine Ahnung, Drohungen und Gewaltdrohungen ins Spiel kommen, ist es vorbei. Aber ansonsten wird ja momentan dieser lagerübergreifende Protest gegen die momentanen Zustände von vielen forciert. Was sagen Sie da dazu? Also jetzt, dass es heißt, rechts und links ist gar nicht so das große Thema, sondern oben und unten sollte das Thema sein. Also Kapital und arme Leute. Oh, da bin ich jetzt gerade überfordert. Macht nichts, aber das Lagerübergreifende, sehen Sie das, dass man das schon auch mal sich die Gegenseite oder die andere Seite anhören soll und nicht nur an dem Framing nachgeben und sagen, das sind alles Rechte, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das finde ich unbedingt. Jeder soll sich äußern und ich meine, man sollte die Möglichkeit haben, auch in diese Strukturen tiefer einzusteigen, tiefer Einblick zu nehmen. Und ich glaube, dass auch... Also in Diskurs zu kommen. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass viele zu wenig informiert sind. Es ist alles oberflächlich, aber wenn ich ein bisschen tiefer in die Materie einsteige, dann ergibt sich oftmals ein anderes Bild. Ja, und Sie sagen da ein tolles Wort mit der Information. Mir scheint nämlich, dass die Information momentan sehr eingetrichtert wird und deswegen teilweise verhärtete Fronten da sind, was vielleicht ein bisschen auch an den Medien liegt und wie viele Sachen übermittelt werden. Jetzt ist gut. Ist zu viel jetzt. Okay, dann eine letzte Frage. Eine aller. Ja, Sie haben das ganz toll. Danke, es war ein tolles Gespräch. Eine allerletzte Frage. Ja, mein auch fast eins der ersten. Ich bin normal nur Berichterstatter. Ich tue mir auch schwer damit, glauben Sie mir's. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Eine allerletzte Frage. Es war ja da vor 2 Jahren circa dieses Thema Impfen. Alle müssen sich impfen lassen. War das nicht auch schon teilweise im Ansatz, was man da gehört hat, faschistisch? Wenn ich von der Antifa, wir impfen euch alle, ist das nicht eine Kehrtwende der Antifa, die sich da am Pharmakapitalismus fast ein bisschen unterworfen hat? Und also ich habe diese ganze Impfkampagne als Vergewaltigung der Bevölkerung. Okay, Sie haben das jetzt ein bisschen schöner ausgedrückt wie ich, aber grundsätzlich, aber Sie sind links, darf ich das fragen, so grundsätzlich von der Einstellung? Puh. Oder Mitte oder Mittel. Mitte. Mhm. Herr Knefrau, ich merke schon, aber ich danke Ihnen, es war ein tolles Gespräch und vor allem Kompliment. Sie sind eine der wenigen, Sie sind die zweite, die bis jetzt gesagt hat, ja, jeder sagt, ich habe keine Zeit, ich bin nicht der Richtige. Danke vielmals, dass Sie mit mir so offene Worte hier gewechselt haben. Danke. Gerne. Einen schönen Tag und eine gute Zeit und ich hoffe, Sie werden wieder schöner. So wie es war, wird es wohl nicht mehr werden. Gell? Glauben Sie auch nicht. Dankeschön. Danke, ciao. Ja, Leute. Ja, war zwar jetzt nicht im Bild, die Dame, aber zumindest haben wir gesprochen darüber. Ja, Alexander Renz, es ist halt der Floskel, der Glaube. Ja, den Glauben tue ich auch, aber Wissen tue ich nicht viel, Zwinkersmiley. Darum möchte ich so lernen. Ich möchte so viel lernen, aber es ist teilweise sehr, sehr schwierig. Ich habe sogar heute nicht mal, seht ihr das, nicht mal mein Corona World Tour Shirt angezogen, weil ich ja eigentlich die Verdi-Demo machen wollte und da bin ich zu spät gekommen und da wäre ich mit meinem World Tour Shirt wahrscheinlich fehl am Platz gewesen. Jetzt habe ich von der Heavy Metal Band Holy Moses die World Chaos
das World Chaos T-Shirt an hier. Vielleicht sieht man es ein bisschen. Ja, Paul Popper, das ist eine gute Idee. Ich würde es vielleicht nicht so direkt sagen, aber ich könnte die Frage stellen, hey, 144 Zuschauer, ich glaube es ja nicht. Ich grüße euch alle nochmal recht, recht herzlich. Ich bin hier bei meinen ersten journalistischen Gehversuchen, also nicht nur Berichterstattung über irgendwas und Medienaktivist, sondern wirklich abzufragen, die Meinung der Menschen zum Thema Faschismus. Also habe da vorher einen jungen Antifaschisten, der mit Antifa-Logo und durchgestrichenen Hakenkreuz, ich meine, das Hakenkreuz, muss ich ganz ehrlich, streichen wir ja, glaube ich, alle durch. Da haben wir, glaube ich, auch die gleiche Meinung hier im Chat. Ich denke nicht, dass jemand von uns das Dritte Reich zurück will oder die Vorgänge, die da abgelaufen sind, kann ich mir nicht vorstellen. Ein Mädler, was ist ein Mädler? Masseur, was ist ein Mädler? Nein, Christoph Müller, bin ich nicht. Ja, danke, B. Ich werde mich bemühen. Jetzt schauen wir, ob wir noch wen erwischen da. Jetzt schauen wir, ob wir noch wen erwischen da. Nehmen wir jetzt gerade eine Jugendgruppe. Die sind nicht die richtigen. Aber irgendwie schauen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt drehe ich das mal ein bisschen rüber da, damit die Jugendgruppe aus dem Bild ist. Hier am Marienplatz in München. Hier am Marienplatz in München. Hallo, grüße Gott. Hallo, grüße Gott. Entschuldigung, dass ich Sie anspreche. Sind Sie Einheimischer oder Tourist? Sie sprechen Deutsch, oder? Ich mache gerade für ein Jugendformat ein bisschen ein Gespräch. Ich habe so zwei nette Menschen gehabt, die sich über das Thema Faschismus. Würden Sie da ein paar Worte mit mir wechseln? Nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Dann hoffen wir, dass er nicht mehr kommt, oder? Ja, danke, ciao. Ciao. Nee, lieber nicht. Nee, sah ich noch ein Businessman aus, aber irgendwie hat er keinen Bock auf das Thema gehabt. Vielleicht ist das Thema sehr heikel, ja? Kann das sein, dass das Thema zu heikel ist? Schauen wir mal, wen findet man da noch? Ich hab da diese Kids neben mir, die schauen mich sehr skeptisch an. Aber heute fällt mir ja gleich mehr auf, wenn man ein Mikrofon in der Hand hat, fällt mir ja heute gleich mehr auf. Wo sind die Ukrainer heute? Also ich habe noch keine gesehen, aber die Flaggen sind hier. Schau, kann ich dir zeigen. Die Flaggen sind auf jeden Fall hier. Die münchnerische, die ukrainische, die EU-Flagge und dann sind links noch ein paar, die kann ich gar nicht richtig identifizieren. Seht ihr die? Ich weiß nicht genau, was da drauf steht. Irgendwas grüner Hintergrund und eine Taube. Eine Peace! Peace! Das ist sogar eine Friedensfahne. Jetzt warte mal, Bürgermeister für den Frieden. Aha, die sehe ich das erste Mal jetzt, aber gut, sie festzustellen. Hier, eine weiße Fahne mit grünem Feld, da ist eine Friedenstaube drin mit einem Zweiglein. Und da steht drauf Bürgermeister für den Frieden. Jetzt muss ich schauen, dass ich meinen Scheiß wieder richtig hinstelle, dass ich wieder ready bin. Ready, ready, ready. Jetzt schauen wir hier wieder rein. Vielleicht erwische ich hier noch jemanden. Die jungen Leute, die sind natürlich nicht die richtigen Ansprechpartner. Und es ist immer gut, wenn man einzelne Personen erwischt. Weil die haben dann jetzt einen Stress natürlich. Schauen wir mal, dann sehen wir sie. Schauen wir mal, dann sehen wir sie. Ja. Schwierig, sehr schwierig. Sind wir noch im Bilde? Hier sind wir noch im Bilde. Servus, grüß Gott, Entschuldigung, aber eine Frage an Sie. Ich will Ihnen nichts verkaufen, ich will Sie nur was fragen. Oh, das Misstrauen heute ist verbreitet. Jeder misstraut jeden.
Hallo, grüß Gott, Entschuldigung, aber Frage an Sie. Ich mache für ein Jugendformat, frage ich Menschen, die vielleicht sogar ein bisschen älter sind, zum Thema Faschismus. Könnten Sie da, haben Sie da keine Meinung dazu? Aha, nix. Sehr schwierig. Schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Schwierig. Wenn ich mich nicht mehr im Ohr höre, dann wäre ich gleich nervös. Hallo, grüße Gott. Darf ich Sie kurz ansprechen? Ich bin freier Journalist und mache eine Sendung für junge Menschen eigentlich zum Thema Faschismus. Würden Sie da... Nein. Da bin ich nicht die Richtige dazu. Ich bin ja auch nicht der Richtige dazu. Wo ich doch als Fascho bezeichnet wäre und als antisemitischer, rechtsextremer Streamer. Puh. Sehr eigenartig. Servus, grüße Gott. Darf ich Sie kurz was fragen? Haben Sie Angst vor mir? Hallo, servus, darf ich euch zwar kurz ansprechen? Ich mache ein Format für Jugendliche und spreche über das Thema Faschismus und suche Meinungen zum... Ist nicht euer Thema? Doch, schon, aber gerade gar nicht. Okay, alles klar, dann einen schönen Tag noch. Ciao. Doch, schon das Thema, aber nicht... Es hasten auch alle vorbei. Ich glaube, da hat ja kaum wer Zeit. Hallo Linuxiana Tuxa, grüß dich. Ich versuche ja gerade eine Umfrage, ein Gesprächsgeschichtel machen über Faschismus mit Menschen, aber die einen haben gleich Angst, wenn du das hier ansprichst, die anderen sagen, es ist nicht mein Thema, die anderen, jetzt habe ich einen, der wird's, jetzt habe ich einen, ein Opfer, ein Punktopfer, wenn er kommt. Kommt nicht. Hallo, Gnefrau, grüß Sie. Darf ich Sie was fragen, Gnefrau? Wie bitte? Ich mache gerade eine Sendung für junge Menschen zum Thema Faschismus und möchte mich da mit Leuten unterhalten drüber, die da vielleicht ein bisschen eine Meinung dazu haben. Ist nicht Ihr Thema. Danke Ihnen, Gnefrau. Jetzt ist mir da einer entwischt. Warte mal, den holen wir jetzt noch. Servus, Entschuldigung, eine Frage. Sind Sie sehr im Stress? Ich mache gerade für ein Jugendformat, spreche ich mit Menschen zum Thema Faschismus. Können Sie da mit mir sich kurz unterhalten? Nein. Nee, nicht. Nicht Ihr Thema. Gefällt Ihnen nicht. Oder hat er wirklich Angst vor mir? Ich glaube, viele haben Angst vor mir. Servus, Entschuldigung, darf ich dich kurz ansprechen? Ich will da nichts stehlen, keine Sorge, ich stehle nichts. Ich bin doch kein Longfinger. Es ist extremst schwierig. Es ist natürlich hier am Marienplatz auch so, dass du ja wirklich schauen musst, ob es nicht Touristen sind, weil es sind natürlich sehr viel aus Italien und aus ganz Europa und der Welt Touristen da. Und es macht ja jetzt auch keinen Sinn, wenn ich keine Fremdsprache spreche, also Italienisch oder irgendwas, und damit die Leute spreche. Schauen wir mal, vielleicht findet man da wen. Hallo, servus. Sie sind aber nicht der berühmte Mann mit dem Koffer. Darf ich Sie was fragen? Haben Sie einen Stress? Auweia. Das Misstrauen der Gesellschaft ist so groß geworden, das ist unglaublich. Also man sollte das nicht live machen, man soll sowas aufzeichnen, dann wären so peinliche Pausen, wenn man niemanden findet, rausgeschnitten. Hallo, Gnefrau, grüß Sie. Darf ich Sie kurz... Ich nehme Ihnen nichts weg, wirklich nicht.
Ich will Ihnen doch nichts wegnehmen, ich will doch nur Ihre Meinung hören. Servus, Sie machen einen sehr entspannten Eindruck, darf ich Sie kurz stören? Ich will aber nicht beim Essen stören, nur grundsätzlich, ich mache für ein Jugendformat mache ich eine Sendung und frage Menschen nach ihrer Meinung zum Thema Faschismus. Ich bin vom Bayerischen Rundfunk. Okay, alles klar, das ist ja alles klar. Trotzdem danke, ja, danke Ihnen auch vom Bayerischen Rundfunk. Na, das ist dann schwierig. Der hat gleich gesagt, er ist vom Bayerischen Rundfunk, er tut sich da schwer. Ja, dann natürlich geht's nicht, wenn er vom Bayerischen Rundfunk ist. Leck mich am Arsch. Entschuldigung, das war ein nicht jugendfreies Wort. Das möchte man sofort wieder rausklippen. Da kommt einer, vielleicht hat der Zeit. Grüß Gott. Servus, darf ich kurz was fragen? Ich bin freier Journalist und mache gerade zum Thema Faschismus, spreche mit Menschen. Sie machen einen Eindruck, einen sehr guten auf mich und ich denke, Sie hätten da was zum Thema zu sagen. Nein. Faschismus. Da fällt mir jetzt gar nichts dazu ein. Gibt es denn heute noch? Ich denke schon. Auch bei uns? Ja, ich denke schon. Und in welche Sprache? Jetzt habe ich Sie wirklich geschickt in das Gespräch verwickelt, ich muss mir das merken. Und wo denken Sie, wenn er heute sichtbar wird, wo wäre das? In welcher Sparte oder in welchem Bereich? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, also die letzte Dame, mit der ich geredet, die hat gesagt, punkto Migration und punkto Rassismus, was natürlich auch ein Punkt ist, wo es teilweise schon da ist, wenn man pauschal über diese ganzen Menschen, die auf der Flucht sind, da ein Urteil schüttet. Es ist sicherlich irgendwas dran an der Aussage jetzt auch, aber ich glaube nicht, dass das nur auf den Personenkreis man begrenzen kann. Nicht, gell? Gibt es denn sonst da? Jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis. Ich mache das, versuche das schon seit der Pandemie, da ist mein Job weggefallen. Ich war im Event-Catering, früher war er weg. Versuche ich da ein bisschen mit Medien zu machen, weil es mir Spaß macht. Und da habe ich sehr viel beobachtet und habe mich auch intensiv beschäftigt mit diesem Druck, der da zu dieser Impfung gemacht wurde. Hat das nicht teilweise auch schon solche Anflüge gehabt, da, dieser Druck? Der ja, wie man jetzt sieht, eigentlich nicht gerechtfertigt war, wie sich herausstellt. Ja, solche Sachen stellen sich oft erst im Nachhinein als nicht ganz so dar, wie es vielleicht in der Wirklichkeit oder rückschauend betrachtet, wie es da sein hätte sollen. Aber weiß man es. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Faschismus zusammenhängt. Also Sie denken schon, dass das alles in sehr besten Absichten und Willen geschehen ist, diese Impfung, die zu machen, ja. Und dann die Leute möglichst alle dazu zu bringen. Sie glauben schon, dass es im besten Willen der Pandemiebekämpfung stattgefunden hat? Ich denke also schon, dass die Vielimpferei unterm Strich schon auch was Gutes gehabt hat. Weil so ist ja doch ein Großteil der Bevölkerung, die haben dann haben Antikörper ja dann gekriegt. Und ich meine, jetzt zahlt es schon ein wenig aus, weil wir haben ja nicht mehr so viele Pandemiefälle. Aber das erstaunt mich ein bisschen, weil sogar der Herr Lauterbach, der einer der größten Verfechter des Themas war, sagt mittlerweile, okay, da waren wir teilweise auf dem Holzweg und das hat nicht so passt. Und der spricht ja mittlerweile auch sogar von Nebenwirkungen, die fast zu viel sind. Und früher hat er gesagt, das ist nebenwirkungsfrei. Ja. Das mit Nebenwirkungen, wenn ich heute gegen eine Grippe impfen lasse, dann, also mir hat selber, ich habe mich auch vor ein paar Jahren mal gegen eine Grippe impfen lassen und dann hat es mich auch erwischt, dann war ich schon ein paar Tage, ganz schön Tagling. Dann hat man halt den Wirkstoff nicht so verdrängt. Aber letztendlich denke ich mir unterm Strich dann schon. Aber es war da das. Entschuldigung, jetzt habe ich fast. Aber es war da auch dann, oder es ist ja mittlerweile ziemlich rausgekommen, dass ja weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe das irgendwie geholfen hat. Darum ist er dann der erste Pieks, der zweite, dann ist er bis zu 5 Pieksen gegangen und anscheinend, was man so mitgekriegt hat, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien mittlerweile, hat es ja eigentlich nicht wirklich geholfen. Weder vor Ansteckung geschützt noch vor Weitergabe. Ja, man, ob jetzt das medizinisch hundertprozentig so erwiesen ist, die Aussage, das können wir schon gerne mal dahingestellt lassen, weil ich glaube das nicht so. Weil ich meine schon, dass ein Großteil der Impfungen zur rechten Zeit am rechten Ort in Ordnung waren. Ja. Dass der Lauterbach natürlich jetzt auch
Einschränkungen zugibt oder auch überhaupt zugibt, man hätte es vielleicht mit dem Druck nicht machen müssen. Aber gut, schauen wir andere Länder an, die haben ja, nehmen wir China, die haben ja gleich Städte abgeriegelt. Die No-Covid-Strategie, die aber mittlerweile auch überall sehr kritisiert wird. Ja, richtig, freilich wird es kritisiert. Aber der Chines, der pfeift sich da nichts, weil der hat seine eigene Meinung, der hat seine eigene Politik und seine... Und nicht unbedingt demokratisch, gell? Das Wort kennt der nicht, der Chines, das Demokratische, meine ich. Ja, ja. Aber es gibt ja auch Länder, die nicht so Druck gemacht haben und auch, wo die Impfquote nicht so groß ist, die eigentlich relativ gut weggekommen ist. Und wenn man Israel anschaut, wo die Impfquote sehr hoch war, sehr hoch, ich glaube, das waren die ersten Vorzeigeland war das, da hat es aber richtig dann mit Infektionen gescheppert. Ja, das lässt sich nie vermeiden, weil also es gibt ja auch von den Viren unterschiedliche Ansätze her. Und dass man eine Wunderspritze hat und das für alle Viren hilft, als hilfreiches oder als das eigentliche Gegenmittel, ich glaube so, wie soll ich jetzt sagen, so. Ja, vor allem, wo sie relativ schnell, kurzfristig da hergestellt worden sind, diese Mittel. Normal, glaube ich, dauert das ja viel länger. Ne? Braucht man ja, bevor ein Arzneimittel zugelassen wird, das muss ja x Tests und Jahre laufend wirksam sein, sodass also wirklich, dass dann die Zulassung kriegt. Aber da hat man halt auf die Schnelle was gemacht und naja, der hat schon irgendwo geholfen in die Ansätze, der Wirkstoff, halt nicht für alles, aber gut. Ja. Jetzt aber unterm Strich sagt er, also wie werden Sie da zu dieser, die war ja mal Thema, diese Impfpflicht, also wirklich, wo man ja medial ziemlich, wenn man nicht geimpft war, ziemlich Gas gekriegt hat. Wie sehen Sie das? Hätte das durchgezogen werden sollen, dass wirklich eine Pflicht ist und die müssen alle, sonst gibt es Repressalien oder sagen Sie, nein, das ging zu weit? Ja, da bin ich zweigeteilter Meinung. Auf der einen Seite sage ich nämlich schon, dass ein Großteil von denjenigen, die sich impfen haben lassen, auch wenn auf Druck, aber denen, es hat ja was gebracht. Ich meine, die Pandemie ist bei uns in Deutschland sicherlich schon ausgebrochen, aber jetzt mit ein bisschen Abstand danach kann man schon sagen, dass die Geimpften vielleicht überwiegend durch die Pandemie durchgegangen sind. Okay, ja und wie meinen Sie dann da zum Beispiel beim Oktoberfest, war das erste Mal, dass da überhaupt keine Regeln mehr waren, letztes Jahr Maske, keine 2G oder 3G oder irgendwas, aber ist ja auch nicht viel passiert hinterher, oder? München ist noch, Gott sei Dank, nicht ausgestorben. Das ist richtig, ja. Nein, es hat mich auch überrascht. Also ich persönlich bin nicht auf die Wiesen rausgegangen, weil ich weiß, wie es zugekommen da draus und ich brauch's das nicht immer. Ja, und so bin ich halt letztes Jahr nicht aufs Oktoberfest gegangen. Ich vermute, Sie waren genauso oft als ein Junger wie ich auf der Wiese und dann braucht man es wirklich nicht mehr so, gell? Es hat Zeiten gegeben, da war ich jeden Tag draußen. Ja, ja. Und würden Sie jetzt da, wenn da nochmal heißt, nochmal 1, 2, 3, 4 Pixe oder sogar alle Vierteljahr oder halbe Jahr, würden Sie da weiterhin sagen, okay, das mache ich? Nein. Nicht mehr. Bin ich jetzt im Nachhinein betrachtet, bin ich also kein Gegner von der Impfung, aber wenn wir das so, wie Sie es jetzt dargestellt haben, uns rüberbringen möchte und uns dazu wo in ein Schema einpressen, also da war ich nicht dafür. Okay, das heißt kein Impffaschismus, wenn dann Freiwilligkeit als Solidarität, genau. Wenn man der Meinung ist, es hilft, dann ja, soll wenn man... Wenn ich davon überzeugt bin, dass man was hilft, dann gehe ich halt. Und da war ja aber eine Weile, gerade wenn man die öffentlich-rechtlichen Medien gesehen hat, war ja ein ziemlicher, wie soll man sagen, fast ein Ausschluss der Leute, die da das nicht machen wollten. Ja, die dürfen nicht und sie sind jetzt aus dem Leben raus und was ich was soll. Ist fast in die Richtung zur Klassengesellschaft gegangen und... Das habe ich also nicht so gut gefunden. Nein. Okay, das ist cool, weil dann sind wir ja doch wieder beim Thema gelandet. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Meinungen, weil ich denke mir, das war schon, aber im Endeffekt sagen sie ja, nein, mit Gewalt nicht und mit Pflicht nicht. Und wer freiwillig gehen will, der soll gehen. Und wer nicht gehen will, der läuft ja sowieso vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko, als wäre ich dann als Geimpfter rum. Ja. Dann hat der ja, wenn der Fall X eintreten sollte, hätte er ja da ja schon eine Strafe.
Dann ist er eh selber schuld. Aber es war ja teilweise, dann wurde ja Kindern gesagt, sie gefährden das Leben ihrer Großeltern und darum müssen sie es machen. Und es sind ja auch so, dass ja alte Leute teilweise einsam haben sterben müssen in Einrichtungen, weil keiner mehr rein dürfen. Also es war schon eine schwierige Zeit. Hoffen wir, das haben wir hinter uns, oder? Ja, das brauchen wir auch nicht mehr so in die Art. Okay, also. Das heißt aber auf Deutsch, gewisse Sachen, sagen Sie, waren schon richtig, aber alles war nicht richtig. Kann man ja, das so sagen? Das kann man so sagen als Resümee, ja. Okay, so wie es halt politisch auch momentan ist. Es gibt Sachen, die passen vielleicht, aber alles passt nicht, oder? Ja, jetzt kommen wir auf ein Glatteis. Ja, da lassen wir es lieber, oder? Mir geht es mehr um das Thema verschieden. Dann herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, weil es ist schwierig, da hat keine Zeit. Der andere sagt, danke Ihnen recht herzlich. Wir werden das auswerten und schauen mal. Danke vielmals, Ihnen auch und alles Gute und Gesundheit. Ja, das war jetzt auch schräg. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so 182 Schwurbel-Zuschauer. Jetzt bin ich aber ganz weg. Ja, was habt ihr jetzt da? Ja, Nutzi, das hat schon den Eindruck gemacht, gell? Es hat sich dann irgendwie gewendet. Die Edeltraut Bernd war sie frech leicht, oder? Was hat sie geschrieben? Ich hab's gar nicht gesehen. Ja, das war ja jetzt echt ganz geil. Ja, Qigong hat sich aber gewendet dann irgendwie, gell? Also ich glaube, dass manche, ja, die hat dann gesagt, so wie sie das jetzt vortragen, der hat echt unter dem Gespräch zum Denken angefangen. Das war jetzt ein Erfolg. Ich würde sagen, das war jetzt ein Erfolg. Ein kleiner. Servus. Da schaut mir auch schon wieder einer an, vielleicht kann ich mal den fangen. Ja, Christian Preußler, dir auch, sage ich ganz herzlich. Christian Preußler, während ich deine Nachricht endgültig ausblende und dir auf anderen Kanälen viel Spaß und schöne Gespräche wünsche. Lieber Cristiano Preußler, du bist anscheinend einer von denen, die lieber schimpfen und andere irgendwelche Schimpfnamen ergeben, anstatt einen Diskurs zu suchen und ein Gespräch zu suchen. Ich glaube, du bist fast ein bisschen gehirngewaschen. Kann das sein, Christian Preußler? Sehr eigentlich. Warum du mich Dummbratz nennst, ist eigenartig, aber ist okay. Such dir einen Kanal, der dir besser zusagt, wo Leute sind, die du respektierst und nicht beschimpfen willst aus heiterem Himmel. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich glaube nicht, gell? Ja, Paul Popper, aber er hat sich dann schon ein bisschen bekehren lassen. Jetzt schauen wir, ob wir noch wen finden. Ich habe 194 Zuschauer, da muss ich fast noch wen finden. Das bin ich euch allen schuldig, ihr geilen YouTube-Zuschauer. Ich begrüße übrigens auch alle auf Twitch, auf Facebook, auf Twitter, die auch mit dabei sind. Es müsste sogar die Live sein, wenn ich noch nicht Dings und so. Aber haben Sie sich das anders überlegt? Oder habe ich Sie noch gar nicht gefragt? Ja. Sie haben aber niemand anderen gesehen. Ja. Ich mache ein Jugendformat für Jugend. Also nicht das Jugendformat bin ich nicht. Aber ich mache ein Jugendformat und spreche mit Menschen. Nein, drum, aber ich suche eine reifere. Ja. Und spreche mit Menschen über das Thema Faschismus. Ja. Haben Sie da eine Einstellung dazu? Also Einstellung hat jeder, hoffentlich kommt er nie wieder so richtig. Geht die Frage ein bisschen anders. Einstellung, Faschismus geht gar nicht. Aber geht die Frage vielleicht konkreter? Ja, einfach nur Aufklärung. Was ist Faschismus, wo er herkommt, wissen wir, Mussolini, ja, Hitler etc. Ja, genau. Gibt es ihn heute noch? Den gibt es heute noch. Wo machen Sie ihn hauptsächlich aus? Ich persönlich in meinem Umkreis gar nicht, aber in den Medien kriegt man halt immer wieder ein bisschen was mit. Ja, und Hetze im Netz vor allem, das kriegt man halt mit. Okay, die Hetze von wem gegen wen? Oder? Ich bin nicht so stark im Netz unterwegs, aber man kriegt halt trotzdem immer mit, dass immer so bestimmte Sachen gemobbt werden. Ja, aber wer ist jetzt der den Faschismus leicht im Ansatz ausübt? Sind das Linke, sind das Rechte, sind das gegen wen? Also ich meine mehr die rechten Gruppen, darf man Parteien nennen, dann meinetwegen auch die AfD. Ich schließe aber die Linken aber auch nicht aus. Okay, also Sie sprechen jetzt wahrscheinlich eher den gegen Migranten das an und so, oder? Das hat auch, nämlich vorher auch damals gesagt. Ja, genau. Ja. Überwiegend auch, ja. Ja. Genau. Das haben wir schon zweimal gehabt, das Thema. Und ich habe jetzt mal gesagt, finde ich auch nicht richtig, da pauschal über alle was drüber zu schütten, das ist nicht gerechtfertigt. Ja, das ist oft, genau, das ist das Nächste, dass man einfach pauschal
auf jede Seite geht. Ich bin nicht frei davon, dass ich immer pauschale Antworten gibt. Und wenn wir so differenziert betrachten, das Leben, die Gegebenheiten, ist oft gar nicht so einfach. Okay, okay. Und ja, von links, also ich erlebe es halt auch hin und wieder, dass halt Leute dafür genauso pauschal mit dem Nazi-Framing und was ich was alles überschüttet werden, die das bei Gott nicht verdient das haben. Das passiert auf der anderen Seite genauso, das stimmt auch. Super, jetzt haben wir fast ein bisschen zu viel Einigkeit, da können wir ja gar nicht diskutieren. Schon. Also ich denke, dass ich schon in der Mitte des Lebens stehe, politisch. Also gerade die Randparteien, links, rechts, extrem, da muss man genauer hinschauen und das wird manchmal auch von der Politik nicht gemacht. Und die Politik im Großen und Ganzen in Deutschland momentan, das läuft alles gut oder denken Sie, es ist auch verbesserungswürdig? Wir haben viel Glück in Deutschland, es läuft einiges ganz gut, wir haben aber viele Probleme auch. Steuerpolitik ist ein Thema, was ich angehe. Okay. Russland ist Weltpolitik, ist auch ein ganz anderes Thema. Also da traue ich mich gar nicht hin zu dem Thema, weil mir tut es nur weh, wenn ich daran denke, dass da Menschen sterben tagtäglich und sie die bei uns streiten, ob es jetzt mehr Panzer oder weniger Panzer sind, anstatt dass wir diplomatische Schritte, wir müssen das beenden. Ich bin auch dafür, dass wir es so schnell wie möglich beenden. Die Frage ist nur nach dem Wie. Und da gibt es gravierende Meinungen. Ich stecke nicht drin, ich konnte es nicht beurteilen. Ich höre auch die gravierend meinen, die einen sagen Waffen so viel wie möglich. Aber ich denke, da hat die Sarah Wagenknecht ein bisschen recht, dass man mit Waffen kein Gemetzel verhindern kann. Aber ohne Waffen geht es leider auch nicht, weil dann der Putin sagt, ja, dann nehme ich mir noch mehr. Also das ist das Nächste. Also man muss irgendwo schon einen Mittelweg finden. Aber sind Sie der Meinung, dass der Putin schon mal von Diplomaten oder vom Westen richtig angesprochen worden ist? Sagt er, hey Freunde, jetzt sitzen wir uns einmal her, jetzt reden wir mal drüber. Ich glaube ja, weil im Hintergrund, man kriegt viel gar nicht mit im Hintergrund, was im Hintergrund passiert und die Diplomaten sind im Hintergrund schon sehr früh unterwegs und vorne stehen halt ein bisschen überspitzt gesagt die Politik, die Hampelmänner und im Hintergrund passiert ganz früh. Deshalb bin ich froh, dass Sie jetzt nicht gesagt haben. Ja, nein. dass die Diplomaten das schon früh versuchen, aber ich glaube, dass man mit dem Putin ganz schwer rankommt, was am Anfang die neue Bundesregierung versucht hat. Der Scholz und die Außenministerin, die Baerbock, die haben schon versucht, hier Gespräche zu führen, was am Anfang nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass im Hintergrund diplomatische Gespräche schon gemacht werden, aber wahrscheinlich ohne Erfolg. Ja, aber die Frau Baerbock hat ja dann leider 360-Grad-Wende gemacht. Ist Ihnen der Sager ein Begriff? Ja. Sie ist ja teilweise nicht unbedingt ganz geschickt bei ihren Äußerungen, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht meinen sie es gut und passiert halt. Ja, also, aber auf Deutsch sagt, Sie sind mit der Ampel relativ zufrieden. Kann man so, ja und nein. Also wie gesagt, es gibt einige Punkte, wo man verbessern kann. Das Image nach außen, die streiten zu früh und das tragen sie nach außen. Die müssen sich auch ein bisschen erstmal zusammensetzen in Ruhe und sagen, wir gehen gemeinsam einen Weg, aber da gibt es so viele Uneinheiten in der Regierung und das stört mir ein bisschen. Also jetzt nicht zwischen in einer Partei, sondern zwischen den, so zum Beispiel Grüne, FDP oder was man gerade aktuell hat. Genau. Und diese grünen Pläne mit E-Mobilität und alles, finden Sie richtig? Halten Sie es für realistisch, dass man das alles umstellt bis 2030 oder wann wollen Sie es haben? Ja, ich glaube, es war noch nie realistisch. So Pläne haben wir schon immer gehabt. Irgendwas damals mit Öl und Gas und mit Pelletsheizung und Dämmen hier und Fensterschutz dort. Solche Pläne kommen immer wieder und umgesetzt ist jetzt sowieso wieder bloß ein halber Teil. Es passiert genauso wieder. Aber momentan wird ja genau das, was Sie jetzt alles angesprochen haben, wird ja momentan ganz massiv gefordert. Öl- und Gasöfen weg und nur noch Wärmepumpen. Und ich denke halt, ich bin nicht wirklich gescheit, ich kenne mich nicht wirklich gut aus, aber ich denke mir, wenn man jetzt nur 50% der Kraftfahrzeuge in Deutschland in E-Autos austauschen, haben wir dann überhaupt noch den Strom dafür, wenn wir jetzt schon jammern, dass wir nicht genug haben? Wir haben vor einem halben Jahr auch voll gejammert, dass die Stromnetze zusammensprechen und wir haben Stromausfall und passiert ist tatsächlich nichts. Natürlich haben große Industrie, BASF, den Strom nicht gehabt, aber die Verbraucher haben da überhaupt nichts gemerkt, dass da Stromausfall da war. Natürlich kostet das ein Geld, wir zahlen wieder mehr. Die Frage ist, ist das wieder berechtigt? Da habe ich eine Meinung, da zockt uns auch die Industrie ab, ist meine Meinung. Ich glaube aber trotzdem, dass wir als Verbraucher hier in Deutschland immer noch sehr, sehr auf einem sehr, sehr guten Stand sind.
und das war weiterhin bleiben. Ja, da muss ich Ihnen jetzt recht geben, das habe ich ja den in Anführungszeichen Verschwörungstheoretikern, Schwurbler, wie man es nennt, ein bisschen, dass da alle schon den Blackout gesehen haben, übermorgen kommt er und das war vielleicht ein bisschen, aber im Großen und Ganzen habe ich echt Zweifel, ob die elektrische Energie reicht, um, keine Ahnung, 30, 40, 50 Millionen E-Autos täglich aufzuladen. Also ich glaube schon, dass man das in Ruhe hinkriegt und dass die Industrie auch schon voll in der Schublade hat. Da merkt man, dass BMW schon lange ihr Elektrofahrzeug in der Schublade aber hat, schon seit 20 Jahren, aber rausnehmen tun sie es nicht. Da sind die Industrie gut aufgestellt, ist jetzt meine Meinung. Die haben da sich auf viele Szenarien schon eingestellt, auch wenn sie es noch nicht brauchen. Und die reagieren dann auf die entsprechende Politik. Oder andersrum, die steuern aber auch die Politik manchmal auch, wie sie es brauchen. Jetzt sind wir vom Faschismus zu den E-Autos gekommen. Einiger Quantensprung. Gell? Ja, was hätten Sie jetzt noch, was taten Sie jetzt noch, wenn es junge Menschen zum Thema, ja, egal ob Faschismus oder jetzt oder Realität, sagen wir, pass auf, Leidl, ich bin der Meinung, so und so, wenn wir es machen, könnte es ein gutes Ende finden. Was taten Sie als Abschluss noch sagen? Da fällt mir jetzt nichts ein, was ja ein gutes Abschlusswort ist. Es gibt immer, für Leben ist Veränderung, es gibt immer wieder was Neues und da muss man sich drauf einstellen. Und die Leute, die sich nicht drauf einstellen können, die zählen zu den Verlierern. Manchmal gut, manchmal auch nicht gut. Das Leben, also Thema Zeitenwende, haben wir Zeitenwende? Wir haben immer Zeitenwende. Jetzt politisch mit dem Krieg, mit dem Umweltschutz, das haben wir eigentlich immer gehabt. Vor 20 Jahren, vor 50 Jahren. Das ist eigentlich immer da, die Veränderung. Ja, es hat sich ja in den letzten 3 Jahren, möchte ich jetzt sagen, hat sich ja sehr, sehr, sehr viel verändert, was wahrscheinlich Sie und ich uns vor 15 Jahren nicht vorstellen können, oder vor 10 Jahren. Wird es wieder so, wie wir es gewohnt waren, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder? Wird es wieder so, wie wir es gewohnt waren? Nein, weil sich die Zeit einfach verändert, weil die neue Jugend, die wächst ganz anders aus, die wächst mehr in der Technik rein, die tickt anders und nochmal 20 Jahre später tickt die nächste Generation auch schon wieder anders. Also das hat es aber auch schon immer gegeben, das ist so eine Veränderung im Leben. Ja, aber liegt es an den Generationen oder liegt es an denen, was einem übermittelt wird und angeboten wird? Und beides. Wo es genau Schwerpunkt liegt, da müssen wir wieder ein bisschen genauer hinschauen. Da kann ich nicht beurteilen. Okay, weil ich bin ja selber ein Opfer dieser Handyseuche. Ich bin der Meinung, eine der größten Seuchen, die praktisch brauchbar, ohne Google Maps da die nicht einmal heimfinden, aber eigentlich eine Seuche, wenn ich sehe, dass Mütter mit 2 kleinen Kindern, die Kinder nebenstehen, aber nur im Handy sind, mache ich mir meine Gedanken. Und ich bin selber ein Beispiel. Ich möchte mich nicht ausnehmen. Ich bin selber Opfer von dem. Okay, also hat es uns auch alle erwischt und die Jungen noch mehr. Aber die Jungen, die denken wieder anders und sagen, das ist ein Standard. Damit habe ich mich gewohnt, das gehört zu meinem Leben dazu. Manche sagen, das ist schon mein Leben, weil verliert man das Handy, ist alles weg. Ja, und es laufen mir viel nur noch so rum. Ja. Und auch da schließe ich mich nicht aus. Google Maps, und ich bin schon drin und schaue, wo ich hin muss. Ja, ich werde auch fauler, das merke ich auch. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben ein angenehmes Gespräch gesagt. Darf ich noch fragen, sehen Sie sich eher als links, Mitte, rechts wahrscheinlich auf keinen Fall? Mitte. Mitte, also nicht ein richtiger Linker, aber und auf keinen Fall extrem, oder? Ich sehe mich in der Mitte, auf keinen Fall extrem. Also Sie würden jetzt, wenn da eine Demo, so wie es war, bei der Maßnahmenkritik oder diese Seite, Sie würden jetzt nicht sagen, ihr seid solle Nazis, mit euch rede ich nicht. Nein, ich versuche auch ins Gespräch zu gehen. Jeder darf seine Meinung haben, man kann sich eine Meinung austauschen. Was aber nicht geht, wenn man da ein bisschen mit Gewalt drüber stülpt, das geht dann gar nicht. Ja, wunderbar, dann sind wir einer Meinung, dann sagen wir Friede für alle und hoffentlich ist auch bald dieser verdammte Krieg irgendwie zu Ende. Und ich hoffe halt nicht mit mehr Waffen, so ehrlich, weil ich das sehe, Waffen sehe ich Opfer. Bei Waffen sehe ich Opfer. Sehe ich auch, dass da viel ihr Leben lassen, unnötig. Für ein paar wenige ganz oben an der Spitze, vor allem an der Russlandspitze im Moment. Ja, ja, ja. Wobei ich glaube, die ganze Welt so Spitzen hat, die lieber nehmen als geben. Da gibt es in den USA die alte Spitze, da gibt es in China, da gibt es überall auf der Welt welche. Die da lieber die Hand aufhalten und Profit machen, scheiß drauf, was geopfert wird. Aber nicht bloß in der Politik, auch in der Wirtschaft. Absolut, Konzerne etc., absolut. Ja, dann sage ich, wir hätten noch so viele Themen und Sie sind auch so ein toller Gesprächspartner, aber ich will jetzt nicht mehr weiter. Also das nächste Thema von mir war gewesen die Pharma und dieser Impfdruck, der da vor ein paar Jahren ist, ob das auch schon Richtung Faschismus gegangen ist oder ob das gerechtfertigt war, damit wir uns befreien von dieser Pandemie? Ja, also ich selber bin 4-mal geimpft, ich schütze mich selber,
ob man es als Pflicht macht und jeden zwingen muss, tue ich mir auch schwer. Das heißt aber, Sie sind heute noch überzeugt, dass die Impfung schützt, obwohl sie eigentlich aufgekommen ist, dass sie weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe irgendwie schützen kann. Ich glaube schon, dass die schützt und ich glaube auch, dass man dort für sich selber was tut und auch für die Gesellschaft was tut, wenn man den Virus einfach nicht mehr weiter verbreitet. Okay. Aber der Lauterbach selber zweifelt ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen und mittlerweile bringt er das, er hat ja am Anfang einmal gesagt, was ihm sehr vorgeworfen wird, alles nebenwirkungsfrei und mittlerweile sagt er, um die Leute, die da Schäden davon tragen, müssen wir uns intensiv kümmern. Dass nebenwirkungsfrei ist, das habe ich von Haus aus nicht geglaubt. Es gibt keine, das ist meine Meinung, gibt es nicht. Aber er hat aber das eigentlich gesagt. Ja, und ich habe mich auch trotzdem impfen lassen. Die Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen ist wesentlich geringer als die Wahrscheinlichkeit einer gravierenden Ansteckung. Deswegen muss man da ein bisschen selbst entscheiden, was will ich. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Statistiker, deswegen ich kann bloß ein bisschen was in den Medien gesagt wird. Aber halt nur in die öffentlich-rechtlichen Medien? Ja, so. Weil es gäbe auch noch andere, wo schon sehr andere Statistiken, ja, und Meinungen, die werden aber gleich wegframed als Verschwörungstheorie, ja, und was ich was alles, Geschwurbel, ja, und... Da habe ich einen Kollegen, der ein bisschen in die andere Richtung... Ein Schwurbler, sagen wir es so. Nicht extrem, aber okay, der interessiert sich dafür, für andere, okay, Meinungen und liest auch andere Blätter und andere Internetseiten, die ich jetzt so ein bisschen die ich jetzt nicht so aktiv schaue, aber mit dem kann ich mich sehr gut diskutieren, so wie mir gerade. Ja, cool. Ja, weil jetzt muss ich ein Geheimnis verraten, ich hoffe, dass Sie jetzt da nicht glaubst, schon immer von mir, ich bin ja seit Februar 2020 eigentlich relativ frei darum berichtet, aber ganz viel, aber auch von vielen Demos berichtet, weil ich seitdem meine Mutter in häusliche Pflege genommen habe. Gott sei Dank 2 oder 3 Wochen vor dem ersten Lockdown, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Und seitdem habe ich mehr Zeit. Und sowohl meine 82-jährige Mutter als auch ich, wir sind ungeimpft und hatten kein Problem, obwohl wir uns auf jeder Demo in ganz Mitteleuropa rumtrieben haben. Das glaube ich, dass es solche Fälle auch gibt. Weil wir so geile Typen sind oder weil wir medizinisch auffällig sind? Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, medizinisch, vielleicht hat man Glück, ein gesundes Immunsystem, wenn man dort vorher in der Luft ist, irgendeine Ernährung hat, irgendeine Blutgruppe hat, keine Ahnung. Da gibt es so viele Faktoren, ich kann es nicht beurteilen. Für mich war halt die Impfung doch ein Grund wichtiger als... Gleich mal klar, ich will das niemandem vorwerfen, weil ich bin ein Antifaschist, ich sehe mich als Antifaschist und bin für freie Entscheidung für jeden. Also ich würde Ihnen das niemals vorwerfen. Würden Sie auch noch weitermachen, wenn es heißt, jetzt geht es noch weiter? Ich werfe Ihnen das auch nicht vor, dass es nicht gibt. Ja, sehe, also sonst hätte ich mir es nicht sagen traut. Das habe ich geahnt. Genau. Und wenn es jetzt heißt, hui, jetzt geht es wieder los, jetzt kommt wieder, wie haben es alle geheißen, die Mutationen, und jetzt müsst ihr euch schnell wieder 2, 3 so Impferl abholen, würden Sie weitermachen, würden Sie das noch immer so sehen oder denken Sie, naja? Erstmal abwarten wieder, bis die Mutation erstmal kommt und dann rede ich mit meinem Hausarzt und schaue mal die Gesellschaft an, wie die sich so entwickelt. Kann ich jetzt auch noch nichts sagen, man, okay, lebt auch nicht so planmäßig ganz in der Zukunft. Man lebt jetzt. Im Jetzt und Heute. Und das sage ich, das nimmt mir das viel weg, das Jetzt. Es gibt viele Freiheiten, aber da wird man viel eingefangen. Ja. Genau, hey, alles klar, ich meine, es gibt sicher noch 100 Themen. Es ist danke für das sehr, sehr. Der wie als Ungeimpfter, ja, die Hand. Danke, ja, das war ein super geiles, ja, Gespräch. Das freut, ja, mich, dass die Leute wieder ein bisschen aufeinander, ja, zugängen. Ich freue mich wieder jetzt auf den Sommer im Biergarten. Wir freuen uns auf den Frühling. Die Mama vor allen Dingen, ja, die mag kalt überhaupt nicht. Ja. Ich mag auch kalt. Ich war jetzt vor 6 Wochen im See, bin ich reingesprungen beim Eisbaden. Ach so, überhaupt Abhärtung? Ja, aber das mache ich nicht so regelmäßig, sondern hat mir eine Gruppe mitgenommen, okay, habe ich mitgemacht. Und war geil beim, ja, Kreislauf? Ja, schon. Fühlt schon man sich, ja, fresh danach, ja, oder? Genau, wenn man, ja, da bewusst, ja, 2 Minuten im Wasser drin bleibt. Dabei hätte man einen Eisbach da, war ich nicht so weit, oder? Ja. Hey, danke vielmals, war echt super, nein, danke. Dankeschön. Wie ist denn die Resonanz da mit den Gesprächen? Ah, sehr schwierig. Und zwar nicht, wenn man im Gespräch ist, mit den Leuten, mit denen ins Gespräch kommen, dann hat es immer passt. Aber viele, haben Angst schon vor mir, wie wenn ich einer was nehmen will, gar nicht. Es ist sehr schwierig, mittlerweile in den Kontakt zu kommen. Das ist mir auch nach dem Corona aufgefallen, dass wir den Kontakt schwieriger aufbauen konnten, weil da hat man viel Abstand gerückt, man hat sich einen Abstand gewohnt, ich selber leider auch. Also war ich ganz schön daheim zu bleiben und nichts zu machen und dass man wieder selber aktiv wird,
Da muss man ja, mir kommt vor, dass das vorher schon fast ein bisschen war, dass eine Angst, ein Misstrauen immer da ist. Mir kommt vor, wenn ich wen gerüst habe, dann haben sie sich teilweise die Handtaschen gleich festgehalten. Ich glaube, dass die Gesellschaft einfach gerade in der großen Stadt ein bisschen... Ja, in der Stadt ist eine andere Mentalität als am Land, das stimmt schon, aber zu Angst, ja, weiß ich nicht. Ja. Das sind aber ein paar Erfahrungswerte, die man selber damit macht. Ja, wo ich aufgewachsen bin als Kind, da haben wir, und die Haustiere waren den ganzen Tag sperrangelweit aufgestanden. Bei mir ist der Autoschlüssel im Auto gesteckt, ja, im Hof ja, drin. Ja, da haben wir ungefähr die gleiche Erinnerung. Aus der Oberpfalz ursprünglich. Okay, macht er nichts. Macht er nichts, kann jedem passieren. Ich, ein blöder Spruch. Schön, ich bin ja schön gewesen. Und, ja. Okay. Na, also vielen Dank, ich darf gerne noch weiter ratschen, aber irgendwann muss... Ab und zu ist bei mir die Wohnungstür auch sogar offen. Ich bin ein bisschen leichtsinnig, lass mein Radl unabgesperrt immer noch rumspielen. Hey, wir sind dieselben. Ja, genau. Aber es ist auch immer gut gegangen bis jetzt bei mir. Ja, bei mir nicht ganz. Also das Radl haben sie mir einmal geklaut. Okay. Ja. Ja, stimmt mir auch, aber in Salzburg seinerzeit noch. Aber hier... Ja, hey, dann herzlichen Dank und gut. alles Gute und das... Unsere Wünsche, die wir alle haben, ein bisschen in Erfüllung gegangen. Und das erste war Frieden, oder? Das erste ist Frieden. Und jetzt Frühlingsanfang, Sonne, das ist auch ganz schön. Alles klar, dann danke recht herzlich. Dankeschön. Du bist ein super Gesprächspartner gewesen. Nochmal gerne. Dankeschön. Danke. Ja, mal schauen, ich bin Antialkoholiker, aber das macht ja nichts. Macht auch nichts. Und ich trinke auch was anderes auch. Aber ja, nein, du kannst eh. Das aber bin ich noch ganz flexibel, ich muss kein Bier trinken. Aber ja. Nein, ich habe es aufgehört, weil ich es nicht vertragen. Fällt mir gerade ein Witz ein. Ein Witz? Ist eh jugendfrei? Der ist jugendfrei. Geht einmal in Kneipen und bestellt drei Bier. Sagt der Barkeeper, kannst du haben, aber warum eigentlich? Sagt er, ich bin da, mein Freund ist in New York und der zweite in Sydney. Und ich trinke für alle drei mit. Und das geht jetzt eine Zeit lang, dass er jeden Donnerstag kommt und drei Bier bestellt. Nach zwei, drei Monaten... sagt er, heute hätte ich gern zwei Bier. Sagt der Barkeeper, du, was ist was los? Was ist denn passiert? Sagt er, ich habe heute zum Trinken aufgehört. Ah, okay, er trinkt ihm aber für die anderen zwei. Das ist Solidarität, oder? Genau. Ja, alles klar. Ja, danke gut. Vielmals. Alles klar. Einen schönen Tag, alles Gute. Merci, danke, ciao, danke. Danke. 209 Zuschauer, was ist mit euch los? Es ist... Dienstag, mittags, Nachmittag, 16.01 Uhr, habt ihr alle nichts zum tun, Zwinkersmiley. Leipzig ist in vielen Themen anders. Jetzt seid ihr nicht so gesundet, jetzt seid ihr nicht so, sind wir dankbar, dass wer spricht mit mir. Nutze, ja. Viermal nicht impfen, mich auch. Ja genau, zum fünften Mal nicht impfen. Ja, wir sind uns eh fast alle einig, außer ein paar Trollen oder Hatern, die man immer drin hat. Aber wir sind uns grundsätzlich eh einig. Aber ich finde es toll, dass man mal mit den Leuten sprechen kann. Und dass da über 200 von euch zuschauen, finde ich auch geil. Also nur auf YouTube, wer weiß, was auf Twitch, Twitter, Facebook und Trovo los ist. Ich kann ja den ganzen Chat gar nicht durchschauen, das ist ja unheimlich. Reiner Kort. Ich lache mich kaputt, du lachst jetzt über mich oder du lachst über alles? Über Reiner Kort, bitte tu das ein wenig differenzieren, über was lachst du genau? Und bitte nicht kaputt, weil kaputt ist schlecht. Kaputt ist schlecht. Paul Popper, mit den, dass die Schwurbler recht haben, bin ich ein bisschen deiner Meinung. Nobody dumm. Wer ist jetzt dumm, nobody? Bin ich dumm? Sind die anderen dumm? Ist die Baerbock dumm? Blödmann, Hashtag, Toni Sink. Könntest du das auch ein bisschen differenzieren, was du mit Blödmann sagen willst? Ob du meinen Gesprächspartner oder mich oder wen anderen gemeint hast? Alexander Renz, das sehe ich jetzt mal als Kompliment. Dankeschön. Nobody hat schon wieder. Nobody, tust du da... Öfter Blödmann posten oder Affenpocken? Okay, nobody dumm. Du wirst das Gesprächsverlauf gemeint haben und den kann ich jetzt nicht mehr so nachvollziehen, wann dein Kommentar war. Aber ich nehme an, er wird dazu gepasst haben. Ja, Paul Popper, was heißt der Missionar?
Die Stellung ja, den Job nein. Schauen wir mal aktuell. Alles klar, Paul Popper, dann bin ich ja beruhigt. Danke, Nutze, genau, und Daumen hoch, wenn es ist, könnt es da lassen, freue ich mich. Wer will, kann es auch teilen, das ist jetzt ganz individuell. Okay, nobody, dankeschön. Ich habe es nicht zuordnen können, aber ich habe mir gedacht, wenn das massiv gegen Dings, dann hätten die Mods da schon was gemacht. Aber die kennen, meine Mods sind ja klasse, Nutzi und Linda sind da auf jeden Fall und die haben da schon einen Überblick. Und gleich mal danke an die Mods, das ist sehr wichtig, auch bei solchen Sachen, glaube ich, dass man sie dabei hat. Ich bräuchte zwar auch einen Kameramann, der meine Kamera einrichtet, aber wenn wir nicht im Bild sind, ihr hört uns auf jeden Fall reden, das ist schon ganz gut. Schatz, da wird auch ein Interview gemacht, aber anders technisch vorausgesetzt. Hallo Christiana. Kann ich euch mit ein bisschen Equipment aushelfen? So, dann. Das ist interessant da, ich bin da gerade wo drin, ich lerne, danke, Gnefrau. Jubi, sei gegrüßt. Jubi, wenn ich mich jetzt täusche, grüße ich dann auch Thailand. Ich glaube immer, Jubi ist Thailand. Ja, Daniel, warte noch, ich bin schon auf der Lauer. Sie sprechen für die Stadt, oder? Genau, ich sitze im Stadtrat. Okay, das war jetzt ein offizielles Interview. Das war für sein Social Media. Ach gut, ja, ich mache ja auch gerade da. Ich habe auch da mit ein paar Leuten gesprochen, aber jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich schließe wieder gerne an, ich habe zum Thema Faschismus, wollte ich für junge Leute zum Thema Faschismus, weil der Ausdruck ja halt teilweise überfordert oder in Thematiken gebraucht wird, wo es ja eigentlich eigenartig ist. Aber wenn Sie möchten, können Sie für diese jungen Leute auch gern. Was ist denn das für eine Plattform? Das bin ich, das ist mein YouTube-Kanal. Was ist das für ein Kanal? Ich berichte seit Jahren, seit mein Job der Pandemie geopfert wurde irgendwie, mache ich ein bisschen Medien und begleite gewisse Sachen, habe Demos angeschaut, solche und solche und dies und das, habe das alles beobachtet und wie gesagt, das Thema Faschismus ist heute eigentlich am Programm gestanden, weil es, denke ich, ein wichtiges Thema ist, weil er, glaube ich, noch immer nicht ganz weg ist, auf der Welt sowieso nicht, gibt ja wirklich nur faschistische Gegenden, Staaten, Länder. Aber ich glaube spontan nicht, da müsste ich erstmal. Ja, alles klar, ne, muss ja nicht sein. Wer sie sind, was sie machen und so. Ja, alles klar, ja, kein Problem, ja, so seriös, also so. Nicht böse gemeint, aber. Ja, alles klar. Ja, es ist eh nicht ganz unrichtig, weil ich bin eigentlich ein Schwurbelstreamer. Okay. Und bekennend, weil mittlerweile braucht man gar kein schlechtes Wissen mehr haben. Ihre Meinung haben, ist ja okay. Ja, naja, es geht ja gar nicht nur um meine Meinung, es geht um die Meinung, die ich von anderen Menschen gerne erfrage. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ebenfalls, danke, alles Gute. Also der junge Mann war offiziell von der Stadt München, möchte da nicht einfach mit mir sprechen über das Energiekonzept, das er da der jungen Dame in die Kamera gesagt hat. Ist verständlich, da möchte erst wissen, wer ich bin. Genau Jublo, du hast es erfasst, da muss erst die Stasi prüfen. Was ist jetzt, machen wir noch ein bisschen oder soll ich heimfahren zur Mama? Oder soll ich noch mal einen Gesprächspartner probieren? Hallo, Gnefrau, grüß Sie.
Ich will Ihnen nichts tun, Gnefrau. Schau ich so gefährlich aus? Ich hab gedacht, ich schau so gefährlich aus. Sie muss aufs Klo. Sie muss aufs Klo. Jetzt schauen wir eins vielleicht, dass wir noch kriegen. Eins vielleicht, dass wir noch kriegen und dann fahre ich zur Mama heim, oder? Schauen wir mal. Eins vielleicht noch. Man muss ja schauen, dass die Leute allein sind, weil wenn es zu viele sind. Weil wenn es mehrere sind, dann wollen sie weg. Dann passt es auch nicht. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Servus, Gnefrau, grüß Sie. Sind Sie im Stress gerade? Ich habe eine Frage, ich mache für ein Jugendformat mache ich eine Umfrage und spreche mit Leuten über das Thema Faschismus. Nicht Ihr Thema. Was wäre ein Thema, über was Sie gerne mit mir sprechen würden? Gar keins. Dann trotzdem einen schönen Tag, Knefrau, und alles Gute. Und dass andere Menschen, wenn sie was wollen, aufgeschlossener sind. Schauen wir mal, da sehen wir sie. Servus. Schauen wir mal, vielleicht, dass wir noch einen kriegen, dann sehen wir sie. Vielleicht einmal einen hübschen. Schauen wir mal, vielleicht eine noch und dann lassen wir es. Eine noch und dann lassen wir es. Ich höre mich die ganze Zeit im Ohr, das macht mir ganz kirre, aber ein bisschen Kontrolle ist schon ganz gut. Hallo, haben Sie Lust, ein kurzes Gespräch mit mir zu führen? Für ein Jugendformat, wir sprechen über das Thema Faschismus. Also ja, dann möchte ich Sie nicht, dann bin ich schuld, dass Sie die... Oder denken, ganz kurz, Sie haben, soll ich auf die Uhr schauen? Denken Sie, Faschismus ist ein Thema, das wir abgehakt haben, oder gibt es ihn noch? Gibt es noch. An was machen Sie das jetzt als erstes fest? An populistischen Äußerungen aus allen Richtungen, also... Aus allen Richtungen ist mal interessant, also weil ich habe zwei Gesprächspartner gehabt, die haben das auch so gesehen und die haben hauptsächlich das mit der Migration das Problem gesehen, dass da ein bisschen rassistisch, faschistisch agiert wird gegen die Migration. Ja. Aber Sie sehen es von der anderen Seite auch? Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es von politischer Seite eben auch kommt. Also es ist nicht jetzt nur von unten her, dass man sagen könnte, Bevölkerung ist so, es ist ja, die Politiker vertreten es ja auch in der Richtung. Das ist jetzt komplett klasse, was Sie sagen, weil wir haben oft das Thema rechts, links und ich sage rechts, links, ich höre auf rechts, links und denke, ich denke unten, oben und Sie haben das jetzt erwähnt, unten und oben. Also sehen Sie schon, dass die ein bisschen über uns mittlerweile stehen? Ich sehe, dass in allen Ebenen es solche gibt, eben, die in die Richtung reden und ja, das vielleicht zu wenig sachlich beurteilen. Und das wird dann so stark vereinheitlicht. Alles. Okay. Und jetzt während dieser Pandemie, die wir ja da jetzt 3 Jahre erlebt haben, wie immer man darüber denkt oder denkt, wurde ja das Thema mit dem Impfen sehr populistisch geführt eigentlich. Es wurde da sogar über Zwänge, über Pflichten gesprochen. Hätten Sie das richtig gefunden oder denken Sie, dass es auch schon ganz leicht in Faschismus geufert wäre? Naja, also ich würde jetzt keinen Vorwurf machen, dass er da in die Richtung geht. Ich glaube, es ist insgesamt ein Problem, dass das Vertrauen in den Staat geschwunden ist, an allen Ecken und Enden, warum auch immer. Und jeder versucht so ein bisschen, ja, das, was er selber nicht geregelt kriegt, dem Staat in die Schuld zu schieben oder irgendwelchen gesellschaftlichen Gruppen halt. Entweder ist es eine Vorgabe vom Staat, es ist eine politische Gruppe oder es ist eine Bevölkerungsgruppe, die ist da irgendwie als schuldig deklariert und das ist jetzt der Grund, warum ich persönlich... Sind Sie dann grundsätzlich mit der Arbeit der Ampel in Deutschland zufrieden? In der schwierigen Zeit, glaube ich, die anderen können es nicht besser machen, weil vorher war auch nicht alles besser. Das ist allerdings auch richtig und es wurde ja auch vorgearbeitet. Und ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Rücktrittskultur von Politikern, wenn wirklich gravierende Geschichten passieren, nicht mehr so ist wie früher? Weiß nicht, würde mir jetzt kein Urteil erlauben.
Ich würde jetzt nichts sagen dazu. Okay, alles klar. Alles Gute, erreichen Sie es. Danke vielmals für das Gespräch, danke. War kurz angebunden, aber doch. War kurz angebunden, aber doch. Boah, jetzt war ich gescheit weit weg von der Kamera. Ha? Ja, ich muss da noch ein bisschen üben, Leute. Ich muss da noch ein bisschen üben. Ich lerne das schon noch. Ich lerne das schon noch. Vielleicht lerne ich das noch. Vielleicht lerne ich das noch. Zumindest über 200 Menschen schauen sie es an. Das ist ein gutes Zeichen. Entweder ist sonst niemand live gerade. Oder, ja, Linuxianer hat den Eindruck gemacht. UB. Nein, in Linz sind wir nicht, in München sind wir. Jetzt schauen wir, vielleicht eine noch. Eine noch, jetzt habe ich Blut geleckt. Vielleicht eine noch und dann haue ich ab. Ich lache gerade, weil wir eine ähnliche Haarfarbe haben. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht sprichst du mit mir ein bisschen für ein Jugendformat über das Thema Faschismus. Also alles klar, danke, danke trotzdem. Danke trotzdem. Ja, ich glaube, ich haue einen Hort drauf. Wenn jetzt niemand aktuell mehr findet, ganz auf die Schnelle. Hi. Also die gehört zu der Jugendgruppe. Da kommt einer mit der Maske am Arm. Sollen wir den nehmen mit der Maske am Arm? Einer geht noch. Hallo Aras. Grüße Gott. Sind Sie einheimisch oder Tourist? Einheimisch. Würden Sie mit mir kurz für ein Jugendformat über das Thema Faschismus sprechen? Keine Zeit, dann alles Gute. Ciao. Für das geht er recht gemütlich, dass er keine Zeit hat. Da schauen 232 Menschen zu, das ist unglaublich. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wäre schön, wenn ihr auch den Daumen hoch macht. Schauen wir mal, wie viele Daumen hoch haben wir bis jetzt. 120. 120 von 240 haben den Daumen hoch gemacht. Das heißt, der Rest findet das alles scheiße, was ich da mache, oder? Zwinker-Smiley. Ja, ganz professionell finde ich selber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt sind die ganzen jungen Leute hinter mir. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, aber das können wir jetzt. Probieren wir noch eine, eins probieren wir noch. Eins probieren wir noch. Servus. Ja, man kriegt ja eher, und ich traue mich auch feil, also ich bin ja teilweise feige noch dazu. Danke Daniel, sehr nett. Danke Daniel, sehr nett. Jetzt drehen wir da mal ein bisschen rüber, dass wir kein Problem mit den jungen Leuten kriegen, dass wir die da im Fokus haben. Das geht ja nicht, wir können ja nicht die jungen Leute im Fokus haben. Da kriegen wir ja die gröbsten Probleme. Probleme brauchen wir keine, oder? Probleme haben wir genug. So müsste das passen. Schauen wir nochmal. Hallo, grüß dich, gnädige Frau. Sind Sie Touristin oder einheimisch? Wollen Sie gar nicht mit mir sprechen? Wollen Sie gar nicht wissen, was ich will von einer schönen Frau? Nichts Schlimmes, ich verspreche es. Schade, so eine fesche Frau. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Einen werden wir wohl noch kriegen, oder? Einen habe ich noch, einen will ich noch, einen brauche ich noch. In die Gruppe? Nein, ich glaube, Philipp Peters, das macht keinen Sinn. Ich glaube, dass die Italienisch sprechen oder Spanisch. Ich glaube, dass die nicht mehr Deutsch sprechen.
Und ich bin ja nicht unbedingt, hallo Klaus, underscore S, sei gegrüßt, oder baut eine Band auf. Eine Kapelle, schau das, da gehen wir dann noch ganz zum Abschluss, gehe dann ums Eck und tue ich ein bisschen die Kapelle zeigen. Das schaut interessant aus. Da gehen wir dann noch hin zum Abschluss, verspreche ich euch ein bisschen Musik. Zum Abspruch, du brauchst ein Megafon. Paul Popper, das wär's. Ja, der erinnert mich an die Kollegin aus Düsseldorf, die hier mit dem Megafon ganz laut skandiert hat. Hallo, gnädige Frau, würden Sie ein Gespräch mit mir führen? Schaue ich so gefährlich aus? Hallo, gnädige Frau, würden Sie ein kleines Gespräch mit mir führen? Sie wollen gar nicht wissen, um was geht, oder? Ja, alles klar. Die Leute sind schon ein bisschen eigen geworden. Die Leute sind schon ein bisschen eigen geworden. Muss ich sagen. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Aber es wird jetzt schwierig durch die junge Leutgruppe da, wird es immer schwieriger. Da. Da wäre einer. Da, ich habe einen im Auge. Ich habe einen im Auge. Schauen wir mal, ob er hier lang geht. Sag ja italienisch was. Italienisch was. Es passt nicht so gut. Schauen wir mal. Einen hätte ich schon noch gern. Oder sollen wir einfach abbrechen und zu der Band rüber gehen und ein bisschen Musik schauen und dann nach Hause zur Mama fahren. Was machen wir? Oder soll ich versuchen, nur einen zu erwischen? Ha? Mensch, wenn ich mich nur entscheiden könnte. Ich habe 237 Zuschauer bei dem Thema. Dann sollte ich ja fast noch weitermachen. Da ist alles voll Jugendgruppen momentan. Alles voll. Das ist die eine, da drüben ist noch eine. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Servus, ihr werdet auch keine Zeit haben für ein kurzes Gespräch, für ein Jugendformat. Ich weiß, ich schaue so gefährlich aus, habe ich schon mitgekriegt. Habe ich schon mitgekriegt, dass ich so gefährlich ausschaue. Schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Ja, Leute, ich glaube, ich gehe da rüber, spiele euch, zeige euch die Musik noch ein bisschen und hau ab und fahr zur Mama. Ja, einen noch. Ja. Ne, die sind schon aufgebaut, die spielen schon. Ich hätte auch noch so gern einen. Wo nehme ich denn den jetzt her? Ich kann ja nicht ewig weit weglaufen von meinem Equipment. Einen hätte ich noch so gern. Da kommt einer, vielleicht macht der mit. 244 Zuschauer, das ist ja unglaublich. Unglaublich. 200 nur, ja, jetzt sind schon nur 239. Null Dislike, danke Uwe, das ist sehr nett, das zu hören. Wie kann er das mit dem Paar? Das Handy ist abgeschmiert. Warum ist das Gimbal abgeschmiert? Warum ist der Gimbal abgeschmiert? Sagt's mir's. Der Akku aus, das gibt's ja gar nicht. Hey Leute, jetzt muss ich, Entschuldigung, dass ihr momentan ein scheiß Bild habt. Aber mein Gimbal ist abgeschmiert. Scusi, mein Spusi. Ich glaube, das ist das Zeichen. Ich glaube, das war das Zeichen. Ich glaube, das ist das Zeichen, das Debakel zu beenden. Nur noch ein bisschen ums Eck zu gehen, nach der Musik zu sehen.
Ja, Klaus, ich habe es mitgekriegt, danke. Die Mama wird auch schon, Birgit, du hast recht, die Mama wird auch schon warten. Ich bin zwar erst um 13 Uhr weg, aber es sind trotzdem schon über 3 Stunden. Ich habe jetzt was zu essen gegeben und ein langes Hörbuch und 2 Gläser zu trinken. Christian Wenzel, ich könnte natürlich auch die paar Haare, die ich habe, wegmachen und dann, hallo, servus, wollt ihr mit mir ein kurzes Gespräch führen, Thema Faschismus? Nicht? Ah, das macht ja nichts, Faschismus ist ein Thema auf der ganzen Welt, was fürchterlich war, oder? Ja, dann einen schönen Tag wünsche ich euch, ciao. Hat eigentlich ganz cool ausgeschaut, der Typ. Ja, jetzt passt auf, jetzt scheiß mal drauf. Ich baue jetzt das Mikro schnell an, mein Zeug hier. Kleinen Moment, ich stecke euch schnell ein. Dann machen wir noch kurz die Band mit ein bisschen Gelaber, Rhabarber. Und dann fahre ich heim. Aber es war ein Ansatz und ich denke, für einen Ansatz ist es. Für einen Ansatz war es gar nicht so schlecht, oder? Was ist jetzt da los? Also geht das jetzt nicht so? Jetzt bin ich da völlig falsch gewickelt. Wieso? Aha, jetzt weiß ich es wieso. Pass auf. Jetzt habe ich das Mikro nach vorn, das heißt, wenn ich dann dahinter bin, dann hört man mich nicht. Da muss ich jetzt da mal ein bisschen davor bleiben. Da muss ich jetzt ein bisschen davor bleiben. Aber sonst habe ich die Musik dann nicht gut drauf. Nur für euch, dann siedle ich schnell darüber, dann zeige ich euch diese kulturell wertvolle Band noch ein bisschen und dann schauen wir, was da passiert. Ganz okay, glaube ich, was ich so raus. Jetzt eine überschön lustige Harmonie. Josel, Josel und Maseltoff. Ja, I am of this. Ja, I am of this. Das war jetzt meine Aussage. Und da muss ich ja irgendwie durch, wenn ich das so sage, oder? Kulturell wertvoll. Ja, schauen wir mal. Jetzt hören wir uns eine Nummer an und dann fahre ich heim. Gerade im Verkaufsgespräch, gleich geht's weiter. So Leute, das ist der Ausklang meines heutigen Versuches, Interviews zu führen hier. Am Münchner Marienplatz, da komme ich da gleich rüber. Der Ausklang heute meiner Versuche, Interviews zu führen und als Ausklang noch dieses Lied dieser Kapelle für euch. Denn Musik ist immer gut. Thank you.
Klarinettist ist auf jeden Fall ein Jazzer, ein richtiger Jazzer. Auf den CDs und überall steht auch Jazz drauf. Es ist Jazz, nur halt mit etwas eigenen Instrumenten. Danke, Aras, bis demnächst. Alexander Renz, ja, es kann sein, weil der eine hat eine Kippa auf. Ich glaube, du hast recht, Alexander Renz. Entschuldigt die Tonstörung, ich höre sie selber, aber ich baue das Mikro jetzt wieder in eine andere Richtung, weil wenn jemand schreibt, das reicht jetzt, dann reicht es jetzt, dann gehen wir. Dann hauen wir ab, oder? Hau mal ab, Schatz, ja. Boah, in die Fresse, das war in die Fresse. Ja, hier noch ein Gruß von dieser, das ist immer gut. Das ist immer gut. Noch ein Gruß von dieser Figur hier am Münchner Marienplatz. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Geil. Schatz, ja, Handdruck von einer lebendigen Statue. Alles Gute. Ciao. Schau, geil. Jetzt war ich hab mir gedacht, irgendwie verarscht er mich jetzt. Ja, Leute, dann packe ich hier. Ja, wir können ja noch ein bisschen weiter schwurbeln. Wir können ja noch ein bisschen weiter schwurbeln. Der Ton hackt. Das ist aber das Funkmikro. Übrigens, ich habe eine schlechte Nachricht. In Bregenz. Den Unwetterstream am Sonntag hat leider eines meiner Funkmikro. Aha. Einer meiner Funkmikrosender nicht überlebt. Das heißt, das Mikro nach vorne, das immer die Demo-Geräusche drauf aufnimmt, habe ich momentan nicht mehr. Aha, da schaut es her, da haben wir auch ein ähnliches Thema eigentlich. Internationaler Tag gegen Rassismus, misch dich ein für ein rassismusfreies München und Bayern.
Das ist ja eigentlich noch ganz interessant, oder? Sollen wir da noch ein bisschen verbleiben, verweilen, hören, was sie zu sagen haben? Kulturbund Neuperlach. Zo meteen als de show klaar is, wij doen hem eruit, hè? Ik wil hier. Het is ja vielleicht gar nicht so uninteressant. Wieso macht der Ton jetzt Ärger? Vielleicht verbleiben wir da noch ein bisschen. Kackt der Ton jetzt gesamt ab? Oder nur bei mir im Kopfhörer? Wieso nicht, Annemarie? Ein bisschen gucken und hören, was sie zu sagen haben. Kann man ja, oder? Kann man ja. Kann man ja ein bisschen. Danke Klaus, danke Daniel. Danke. Hat nur bei mir im Kopfhörer knackt, vielleicht weil es Bluetooth einen Knoten drin gehabt hat. Also die Zuschauer, die bis jetzt da sind, sind eher nicht, weil das sind keine München, das ist eine Touristengruppe. Eine italienische, würde ich sagen. Guys, hurry up, 17:30 Uhr, ja, das geht erst um 17:30 Uhr los, wart's mal. Hi, entschuldigt, jetzt habe ich gesehen, um 17.30 Uhr geht das los. Und was ist das? Ist das ein Vortrag? Ist das ein Theater, Musik oder was? Kundgebung. Eine Kundgebung. Es gibt so am Anfang so eine kleine Podiskussion Politik. Okay. Dann Redebeiträge, Musik und so. Okay, das ist jetzt echt schade, weil das Thema, ich habe gerade hier eine Umfrage bei Menschen geführt zum Thema Faschismus. Ah, okay, das wäre eigentlich gut. Möchtest du, ich kann leider nicht so lange warten, ich habe meine Mama zu Hause, die Pflege. Okay. Könntest du ein paar Worte sagen? Vielleicht kann noch wer kommen oder wenn es ihn interessiert oder. Marina. Grüß dich, ich habe leider nicht so lange Zeit, weil meine Mama, ich pflege meine Mama und ich muss heim zu ihr. Ich habe gerade mich da ein bisschen Gespräche mit Passanten geführt zum Thema Faschismus und das würde sich ja ganz gut ergänzen. Würdest du, weil ich nicht warten kann, eine kurze Stellungnahme für einen Jugend, eigentlich für eine Jugend mache ich das, dass das Thema Faschismus ins Reden kommt, würdest du ein paar Worte sagen? Sozusagen, stellst du das dann irgendwo online oder so? Das wird auf meinem YouTube-Kanal sein. War ganz, ganz bunt. Also was ich bin ja durch die Pandemie bin ich leider arbeits, ist mein Job weg gewesen, alles seit Anfang 2020. Und seitdem habe ich sehr, sehr viel das rechte, linke, überall durchschnittliche Demo-Geschehen in Deutschland verfolgt. Was da von der Polizei war und was alles. Deshalb habe ich halt sehr viel verfolgt. Und jetzt versuche ich eigentlich ein bisschen ernstere Themen, wie eben das Thema Faschismus zu beleuchten. Und dann habe ich das jetzt gesehen und habe gedacht, das passt ganz gut. Traust dich? Nur eine kleine, was? Ja, alles gut, um Gottes Willen. Ja, die Dame, die da irgendwie beteiligt ist, die vermutlich auch Mitorganisatorin ist, wird da glatt ein bisschen was zu so sagen. Und vom Thema her ist es ja wie die Faust aufs Auge. Wir haben ja gerade ein Thema gehabt, wo auch der Rassismus öfter angesprochen war, von Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, weil sie das auch sehen, dass auch da noch ein bisschen so faschistische Geschichten da sind. Und jetzt passt es ganz gut. Würdest du dich selber vorstellen? Also, Organisatorin, denke ich, oder? Ja, ich bin Mitorganisatorin. Mein Name ist Marina Mayer. Ich bin vom Netzwerk Rassismus und diskriminierungsfreies Bayern. Und ich glaube, wir machen Pause und machen weiter. Also, das war ein Attentat der Tontechnik. Das war ein Attentat der Tontechnik, aber macht ja nichts. Dann fangen wir einfach nochmal an, sagen wir, das war eine Probe, oder? Das war eine Live-Probe. Hallo,
Mein Name ist Marina Meyer, ich bin im Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern und am 21. März, also heute ist der internationale Tag gegen Rassismus, zum Gedenken an ein Massaker, das in Südafrika in der Zeit der Apartheid stattgefunden hat. Und wir begehen den in München jedes Jahr, indem wir Themen aufgreifen, was man gegen Rassismus tun kann. Betroffene von Rassismus gehen auf die Bühne und wir bieten aber auch einen Rahmen für Kunst- und Kulturprogramm und für die Auseinandersetzung von Betroffenen. Siehst du Rassismus bei uns noch sehr viel verbreitet? Weil ich vermute, sonst würdest du es machen. Siehst du es noch viel verbreitet oder ist es ein Thema, was zwar behandelt gehört, aber Gott sei Dank nicht mehr so viel verbreitet ist? Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, wo man lebt und wie man lebt. Also wenn man sich Einstellungen in der Bevölkerung anschaut, dann ist es natürlich noch sehr verbreitet, es ist ungefähr ein Drittel, das rassistische Einstellungen hat. Aber Einstellungen sind ja nicht alles. Und ich glaube, dass diejenigen, die Menschen of Color sind, also sozusagen die sichtbar eine Herkunft haben, die außereuropäisch ist, sehr wohl auch im Alltag ständig von Rassismus betroffen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch das ganze Thema mit Aufenthaltsgenehmigungen und so weiter, wo einfach auch klar ist, wer hier die härteren Jobs macht und die gering bezahlten Jobs und teilweise aber auch den Aufenthalt davon abhängig hat. Das heißt, wenn sogar Lohnbetrug stattfindet und Ähnliches, dann sich auch einfach nicht wehren können. Genau. Ich habe ja vorher bei meiner Umfrage, die ich da mit Menschen gemacht habe, jetzt geht die Post, da fangen sie früher an, oder was? Nee. Da haben wir das auch das Thema ab und so gesagt, Faschismus, und dann kam es auch zum Rassismus. Und ich habe gesagt, ja, das sieht man leider immer häufig, dass pauschal, jetzt ich nehme jetzt mal die Migration, die wir aktuell haben, pauschal da ein Vorurteil drüber geschüttet wird, was ich natürlich ganz, ganz schlecht finde, weil Menschen pauschal zu verurteilen, ist nie gut. Siehst du in der Migration, jetzt abgesehen von Rassismus, siehst du in der Migration auch teilweise ein bisschen Problem? Wird da was falsch gemacht von der Regierung, vom Staat? Oder läuft das alles gut und nur der Rassismus ist das Problem? Ich glaube schon, dass es zweierlei ist. Also Rassismus bezieht sich ja eher auf das Äußere und viele der Regelungen haben eher mit dem Aufenthaltsrecht zu tun und mit der Staatsangehörigkeit. Aber dass Leuten verweigert wird, selbst wenn sie hier geboren sind oder schon seit Jahren da leben, überhaupt diese gleichen Möglichkeiten zu bekommen, führt ja dann erst auch dazu, dass es so große Unterschiede gibt und die sich teilweise dann auch verfestigen. Also ich hoffe, dass das jetzt alles gut zu hören ist. Wie gesagt, aber es ist eine gute Stimmung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jungen Leute, aber es sind italienische Touristen, ob die genau wissen, worum es geht oder ob die einfach sagen, da wird jetzt gefeiert. Aber zumindest habt ihr geile Fotos von der Bühne. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich sage danke vielleicht. Ich werd das von der Haustagkarte oder was da. Vielleicht kann man das einmal, weil das ist ein interessantes Thema. Ich wollte noch was anderes sagen, wenn ich darf. Ja, aber dann gehen wir ein bisschen rüber. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also ihr macht normal Kunst, Kultur, Theater oder sowas, oder? Oder ist die Bühne geliehen? Ah, die Bühne ist geliehen, also genau. Also weiter, okay, alles klar. Was ich nämlich sagen wollte, ist, dass heute auch Angehörige des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum sprechen werden. Okay. Also, genau. Das ist aber ein interessantes Thema, also Angehörige der Opfer. Angehörige, okay, richtig. Okay. Siehst du, glaubst du, das war ja, glaube ich, auch ein Migrant, der das gemacht hat damals, oder? Genau, aber der war rassistisch. Rassistisch gegenüber wem? Gegen allen, was nicht seine Herkunft hatte? Oder ich habe das vielleicht zu wenig mitverfolgt. Entschuldige meine Naivität. Wie meinst du, war der rassistisch? Wen gegenüber? Ausländern gegenüber und antisemitisch war er auch. Obwohl er selber Ausländer war? Genau. Ja, sowas gibt es auch. Sowas gibt es auch, aber das war der Grund, warum das ganz lange nicht als rechtsextremes Attentat geführt wurde, weil man einfach sagte, sein Vater kam aus dem Iran und das könnte dann nicht sein. Ja, denkst du, ist es denn ein psychisches Problem oder wo kommt dieser Rassismus her? Von selbst mit Migrationshintergrund und dann gegen andere Ausländer? Also seine Landsleute waren okay und alle anderen waren scheiße, oder wie? War tötenswert oder wie war der? Ich habe das echt zu wenig mitverfolgt.
dann würde ich dir jetzt empfehlen, das nochmal nachzulesen. Ja, mache ich. Genau, ich kann mich erinnern, ich habe gearbeitet an dem Tag. Ja. Wir haben ein Catering gemacht, ein großes in einer großen Versicherung, und dann haben wir das alles eher ja schon mitgekriegt, weil wir natürlich schon informiert worden sind. Aber ja, also krass, also da muss ich mich echt informieren, das hört sich sehr interessant an. Und da kommen die Angehörigen und sprechen heute über das Thema. Also, wer jetzt in München ist und wen dieses Thema, was sie echt interessant an, ich ärgere mich jetzt echt, dass ich heim muss, weil das hört sich sehr interessant an, da ein bisschen Hintergründe, tiefgründige Hintergründe zu hören. Wer das, wenn das interessiert, kommt jetzt zum Marienplatz um 16.30 Uhr, nee, um 17.30 Uhr geht das Programm los, und nicht nur diese charmante Dame wird sprechen, sondern auch wirklich Betroffene vom Alltagsrassismus einer ganz anderen Art, die kann man sagen, oder? Hey, dann danke dir recht herzlich. Ich wünsche euch viel Erfolg, alles Gute. Ciao, ciao. Schräg. 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 Okay, also es ist ganz, habe ich jetzt nicht, ich hätte nur fragen sollen, ob das jetzt durch das, dass ein rassistischer Migrant das war, ist es trotzdem dann rechtsextrem, es ist echt ein. Ich hoffe, die schreiben es jetzt da nicht an und sagen, weißt du eigentlich, mit wem du dich da unterhalten hast? Ich fahre jetzt da. Ich warte jetzt auf den Fahrstuhl. Ich warte jetzt da auf den Fahrstuhl, aber ich glaube, ich breche dann vorher ab, weil unten sonst halten sie mich alle bescheuert, wenn ich in der U-Bahn mit euch fahre. Ja, Paul Popper wäre Frage gewesen, aber ich möchte nicht hier aggressiv auftreten, ich möchte auch nicht vorwurfsvoll auftreten, ich möchte wirklich versuchen, relativ neutral zu bleiben, was mir nicht immer gelingt, aber eigentlich journalistische Tätigkeit verlangt es eigentlich, ein bisschen neutral zu bleiben. Sie haben drückt, wunderbar. Oh, entschuldige. Ich teile mir hier mit einem Herrn, mit einem Hund. Teile ich mir gerade den Fahrstuhl und habe den Hund fast berührt, aber der macht einen sehr entspannten Eindruck. Es hat sich die Hölle schon abgestoßen. Er ist sehr entspannt. Ist er all älter, oder? Ja. So, Leute. Jetzt sind wir hier im Untergeschoss. Hier, ihr seht es dann hinter mir. Ich drehe natürlich die Kamera jetzt nicht um, damit ich hier nicht die Leute schockiere. Wobei, die wissen es eh nicht. Die glauben meistens, dass es nach vorn geht. Untergeschoss zur U-Bahn und dann fahre ich heim zur Mama. Das heißt, ich werde jetzt Schluss machen. Wir werden das, glaube ich, probieren noch öfter, oder ich werde das noch öfter probieren. Es war recht interessant. Ich bedanke mich bei der lieben Kaschi für das interessante Thema, für den Vorschlag, für den Themenvorschlag Faschismus. Danke, liebe Kaschi, falls du das mitverfolgst, für den wirklich guten Vorschlag über das bezüglich Thema. Heute ist es S-Bahn, da bin ich falsch, ich muss jetzt zur U-Bahn. Wo ist meine U-Bahn? Ich kenne mich ja überhaupt nicht, was hier heißt. Dort ist sie. Fürstenried West, Klinikum Großhadern fahren wir. Und da geht's runter. Da geht's runter in die Tiefe. Da lasse ich euch doch mal in die Tiefe gucken. Da geht's ganz nämlich. Die Jugendlichen sind immer da runtergerutscht teilweise auf den Bändern und auch zwischendrin. Es ist aber alles jetzt unterbunden worden. Und dann sind wir unten, und wenn wir auf den Bändern, auf den schwarzen Grutschen, hat es uns unten raus. Sind wir an die gegenüberliegende Wand, da haben wir damit Mühe und Not gebremst, nicht immer ganz verletzungsfrei. So geht es jetzt runter in die Tiefen der U-Bahn, der Münchner U-Bahn. Wenn es alles läuft, ist es ganz gut. Am Montag müssen wir uns merken, am Montag, da ist meine, die erwische ich. Die erwische ich. Ich soll zwar ganz hinten rein, aber das schaffe ich natürlich nicht.
Ja Leute, dann klinke ich mich jetzt aus, sonst wird das ein bisschen unangenehm. Ja, ich fahr jetzt heim auf jeden Fall. Ich fahre jetzt heim zur Mama und dann schauen wir mal, wie es der geht. Und auf geht's, ab geht's. Die nächste U-Bahn kommt bestimmt. Zwinker Smiley. Ich mache jetzt Schluss, damit ich da nicht irgendwelche Scherereien wegen Dingsbums und das und jenes krieg. Danke euch allen recht herzlich fürs. Klaus S. bekommt Angst. Klaus, du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Wenn wer Angst haben muss, dann bin's ich. Ich habe Angst. Panik. Panik. Ja, Alexander, noch geht's, aber es ist nicht durchgehend bis zu mir nach Haus. Nein, ich fahre nicht schwarz. Ich habe eine Monatskarte. Bist du wahnsinnig? Zwinker-Smiley, ich werde nie schwarz fahren. Nee, aber wirklich, ich habe bis vor kurzem diese Streifenkarten genommen. Da brauchst du zwei Streifen für eine durchschnittliche Fahrt. Und mit 10 Streifen bist du mit 15 oder 16 Euro mittlerweile dabei. Und jetzt habe ich mir einfach mal ganz spontan so eine Monatskarte, um einen guten Fuffi gekauft und muss sagen, das lohnt sich bei mir auf jeden Fall, weil ich fahre ja, wenn ich nur einmal die Woche Mittwoch einfahre, dann lohnt es nicht. Aber ich fahre ja doch öfter und dahin und dahin und dorthin und dann fahre ich wieder mal mit dem Arsch übers Bettlaken und ja. Also Klaus, dann, wenn du kommst am 8. April, dann können wir ja mal U-Bahn fahren zusammen, oder? Dann fahren wir das machen wir sowieso automatisch. Dann fahren wir von mir zu Hause genau die Strecke, die ich jetzt hier fahre. Die fahren wir dann zusammen. U-Bahn. Und da können wir ja in der U-Bahn ein themenbezogenes Interview machen. Wir beide miteinander. Gell? Machen wir das, Klaus. _ S. Pyro Elvis könnte ich machen, weiß ich nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Versprechen möchte ich es nicht, also geplant ist nichts, aber was der bei mir ist, unverhofft kommt oft. Und ich bin ja heute da am Marienplatz, um diese Verdi-Demo wollte ich eigentlich, über die Verdi-Demo wollte ich eigentlich berichten und habe das aber verpasst, das war schon leider vorbei, leider. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann probierst du irgendwas anderes. Und die liebe Kaschi hat gesagt, dann fragt er die Leute zum Thema Faschismus. Was ist das, wo kommt es her, was meinen sie, haben sie es noch? Und ich habe es probiert, so gut wie möglich umzusetzen. Ich habe es probiert, so gut wie möglich umzusetzen. Und ja, üben. Ich werde das schon noch hinkriegen, dass ich das, ja, vernünftig. Noch nie annähernd in der Nähe von Shanghai. Aha, jetzt sind wir soweit. Ja, Leute, ihr merkt es, es war das erste Leck. Ich mache jetzt Schluss, weil jetzt wird das Netz dann doch U-Bahn-technisch etwas schlechter. Überhaupt dann kurz von mir. Ich wünsche euch was. Pfiat euch Servus mit einem Zwinkersmiley aus der U-Bahn heim zur Mama. Wenn ich ankommen bin, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Pfiat euch, Baba. Bussi, Bussi, erst das Hanti, dann das Fussi.